Hallo miteinander, herzlich willkommen. Seid ihr doch noch zahlreich erschienen? Um 10 vor hat es noch nicht so ausgesehen. Aber jetzt hat es sich gefühlt. Willkommen alle, die hier sind. Und vielleicht sind auch noch ein paar im Livestream. Herzlich willkommen auch denen und allen, die es im Nachhinein schauen. Zu Night Shift. Das ist eine Podiumsdiskussion, die von Markus Kirchen Luzern möglich gemacht worden ist. Und das Team, das es organisiert, heisst Night Shift. Merci vielmals an das ganze Team und es geht darum, dass wir heute wieder einmal ein kontroverses Thema diskutieren. Das Mal ist das Thema Glaube eine psychologische Krücke? Fragezeichen. Lasst ein bisschen offen, um was es geht, aber wir werden es sehen, was unsere Gäste dazu zu sagen haben. Zuerst mal noch im Vorhinein, dass ich es nicht vergesse, es gibt dort so eine coole Kollekte, wo man Geld ins Wasser schiessen kann. Also falls das jemand etwas geben will, es ist natürlich freiwillig, dort hinten an der Bar. Und ja, es gibt noch Publikumsfragen nach der Podiumsdiskussion und ja, die könnt ihr einfach aufschreiben oder merken, wenn ihr irgendetwas habt. Und ja, solange es irgendwie grob zum Thema ist, geht es vor allem für das Internet, dann ja, könnt ihr nachher das reingeben. Ich habe hier auch noch ein Tablet und das heisst, dass ich im Nachhinein auch lesen kann, ob etwas vom Internet ist gekommen und nachher den Podiumsgästen die Fragen stellen. Jetzt möchte ich gerne willkommen heissen. Der Valentin Abgottsborn, er ist Publizist und Vizepräsident von der Freidenker Schweiz, seit einem Monat übrigens, gratuliere. Und er hat Germanistik und Philosophie studiert. Und nachher haben wir den Joshia Walter. Er ist ein Religionsphänomenologe und Neurobiologe. Hat Religionswissenschaft, Betriebswissenschaft, Neurowissenschaft, im Nebenfach Philosophie studiert auch noch und auch eine freie Leistung in Physik geleistet. Ich glaube, er wird auch noch weiterhin studieren. Nein, aber willkommen, Joshi. Ja, darfst du raufkommen und dich setzen. Ja, wie du willst. So, und nachher haben wir noch den Beat Hediger. Er ist praktischer Theologe im Institut für Gemeindebau und Weltmission. Viele von euch kennen es sicher unter IGW. Willkommen! Also, ja, wir haben heute das Thema eine Fragestellung als Thema, Glaube eine psychologische Krücke. Und ganz ehrlich, das ist ja relativ offen, was man jetzt da könnte diskutieren. Ich habe mir einfach gedacht, es ist eine gewisse Leitfrage, die wir hier haben. Und ich bin mir sicher, dass ihr die alle auf eine kleine andere Art würdet beantworten. Und ich bin sehr gespannt und wir sind hoffentlich alle sehr gespannt, was eure Perspektiven auf das Thema sind und was ihr für Aspekte in das heute reinbringen könnt. Also ich gehe davon aus, ihr könnt mich korrigieren, dass wir hier zwei Leute haben, jetzt hier zu meiner Linken, die sich als Christen würden bezeichnen und jemand, der nicht an Gott glaubt, oder? Das bist du, Valentine. Ja, nur mal schnell noch zum Nachfragen. Valentin, ich habe gelesen, du bist generell ja, setzt dich ein für gegen die Verflechtung von Staat und Kirche. Und ich habe aber auch gelesen in der NZZ, du hast eigentlich mit 10 mal wollen Priester werden. Was ist denn passiert, dass du das nachher anders überlegt hast? Das hätte halt nachher einfach nicht mehr so gepasst. Es wäre ja sowieso nicht eine Art von Pfarrer gewesen, sondern ein katholischer. Damals, also ich bin so katholisch aufgewachsen. Ganz ursprünglich ist, glaube ich, meine Idee gewesen, Pfarrer sein, also Priester sein, das ist so eher ein bisschen gemütlich, hast Zeit zum Lesen. Möchte nicht so mit Frauen abgeben,
Das ist, glaube ich, so ein Grund gewesen, warum ich dazu mal so das Gefühl hatte, okay, das könnte noch ganz gut sein, also da hast du ein bisschen Zeit. Ja, und nachher hat sich das halt, der Berufswunsch ein bisschen geändert. Ja. Du bist schlussendlich jetzt Lehrer, bist ja aktuell auch noch, oder? Und auch Publizist. Gut, Joshi, noch für dich zum Nachfragen. Du machst im Moment eine Masterarbeit aktuell, wo du Hirnaktivitäten untersuchst von Leuten, die regelmässig in die Zunge beten. Habe ich das richtig verstanden? Oder in was geht es dort? Das ist jetzt gerade so etwas Religionsphänomenologisches, oder? Okay, also zuerst mal ich finde, das ist ein richtig geiler Dialekt im Fall, Valentin. Richtig schön, ich freue mich heute Abend, das noch weiter zu hören. Auf deine Frage. Das stimmt, wir publizieren jetzt so eine Forschung, die wir gemacht haben. Das war eigentlich mein Masterarbeitsprojekt, das kann ich in einem Labor für kognitive Neurowissenschaften machen. Und wir haben angeschaut, ob sich die Hirnstrukturen verändern, wenn Leute lange spezifische Gebetsformen, die nennt sich Zungengebet, praktizieren. Das heisst, im Gegensatz zu dem, was du hast gesagt, wir haben nicht Aktivitäten angeschaut im Kopf, sondern wir haben Strukturen analysiert. Okay. Und wir haben noch einen Theologen hier bei uns auf der Bühne. Du nennst dich praktischen Theologen, Beat. Was kann man da kurz drunter verstehen? Also ich merke einfach immer, wenn man mich als Theologe bezeichnet, fühle ich mich nicht ganz so wohl, weil auf dieser systematischen Schiene bin ich nicht ganz so zuhause. Ich habe es gerne, wenn es praktisch wird, wenn man das irgendwie umsetzt. Und viele Theorien und Theologien sind ganz schön und in der Praxis muss man sie dann je nachdem noch ein bisschen überdenken, wie es dann eben auch ein bisschen aussieht, ein bisschen anders aussieht. Und da bin ich auch sehr gerne dran und denke, wie sieht es denn wirklich aus, Glauben im Leben direkt. Und das Philosophieren finde ich mega spannend und ich bin mega dankbar für all die, die die Forschungsarbeiten für mich machen, damit ich dann mit denen mal ausprobieren kann und schauen, ja, funktioniert denn das wirklich oder müssen wir es vielleicht gleich noch einen anderen Blickwinkel anschauen. Okay, super. Jetzt schnell zuerst grundsätzlich zur Leitfrage. Es ist, glaube ich, eine psychologische Krücke, Fragezeichen. Jetzt würde ich einfach zuerst mal durch die Runde durchgehen, wie ihr einzeln das für euch würdet beantworten. Oder, also sagen wir, stellen wir mal die Frage so. Ihr seid heute zu einem Podium zu diesem Thema gekommen oder habt zugesagt. Wieso, was spricht euch an bei diesem Thema oder wieso habt ihr zu dem zugesagt? Bei diesem Thema, glaube ich, eine psychologische Krücke. Valentin, was du gerade anfangen? Also ich habe ja einen gewissen Missionsauftrag, oder? Und muss meine Botschaft verkünden, darum habe ich dir zugesagt, wenn du mir auch gefragt hast. Jetzt hast du Raum. Nein, ja. das stimmt so nicht ganz. Also konkret hast du mich auch gefragt, ob ich Zeit habe, diesen Samstag. Das ist einer von diesen Samstagen, wo ich nur gerade Zeit habe, jetzt im Mai, Juni, Juli. Und konkret ist ja eine interessante Frage. Also Krücke bedeutet ja, es soll einem beim Gehen helfen, es soll einem Lebenshilfe sein. Kann das selbstverständlich sein? Ich habe schon in anderen Podiumsdiskussionen teilgenommen, wo auch die Frage war, ist jetzt Religion ein Placebo oder wirkt das wirklich? Die Fragen sind ja immer wieder im Raum. Ich habe natürlich auch Antworten. Also meine grundsätzliche Antwort ist, erstens muss das die Gesamtgesellschaft und das Individuum selber entscheiden, also denen, was hilft, okay. Ich habe Grenzen, wenn ich sehe, also wenn es einem nachher schadet oder wenn man je nachdem auf andere will einwirken, aufgrund verschiedener religiöser Überzeugung. Ich kann einfach für mich sagen, ich brauche es nicht, so ein Krücken. Ich würde sogar sagen, ein Krücken kann einem der hinderlich sein, beim Laufen, wenn man zwei gesunde Beine hat und ein Rückgrat. Und mein Punkt wäre, ich habe das Gefühl, ich brauche keine religiöse Vorschrift oder keine Bindung an irgendeine übernatürliche Instanz oder eben an Gott oder an Göttin, sondern ich probiere mit meinen Beinen, also ethischen Beinen, also das sind jetzt nicht einfach nur die körperlichen gemeint, durch das Leben zu gehen. Ich verstehe aber, dass Krücken und Hilfe nötig ist. Ich würde aber auch fragen, ob das immer die Religion muss sein, wenn es einem dreckig geht, wenn etwas nicht funktioniert, wenn es schlecht läuft.
Okay, also die Religion ist okay, wenn es die Religion ist, solange es eben einem nicht schadet, sondern eigentlich etwas Gutes für einen ist, selber für das Individuum. Aber wenn man es jetzt so objektiv anschaut, habe ich es verstanden von dir, eben daran glauben tust du ja nicht. Einfach, dir ist wichtig, ob es einem Menschen schadet oder ob es einem Menschen hilft, wenn ich es richtig verstanden habe. Und bei euch? Ja, ich habe zwei Herzen in meiner Brust, die dann da schlagen. Das eine ist, ich glaube fest daran, dass der Glaube hilft im Leben. Insofern, wenn es dem stimmt, der Krücke, der hilft, ja. Aber ich glaube, würde mich dagegen wehren, wenn ein Glaube auf das beschränkt wird. Weil ich einen Glauben habe, der mich sehr fest herausfordert, auch zum anderen Leben, zum anderen helfen, zum dort weitergehen. Und wenn es nur bei dem stehen bleibt, dass es mir hilft, bin ich persönlich der Meinung, dass es dieser Botschaft nicht ganz gerecht wird, die ich in der Bibel sehe. Und darum sind es beide. Ja, ich glaube, es hilft, es ist eine Hilfe, es ist etwas, das in schwierigen Zeiten hilft, aber es geht weit über das raus, weil es sich für mich nicht nur auf die schwierigen Zeiten beschränkt. Also wenn es wahr ist, dann ist es mehr als eine Krücke. Richtig. Okay. Also bei mir war es so, ich bin vor vielleicht etwa 10 Jahren bin ich gläubig geworden, ein gläubiger Mensch und durch einen recht intensiven Suchprozess. Vorher hatte ich eine Zeit, in der ich ganz stark Agnostiker war. Und ich habe mich nachher subsequent in diesem Weg innen, habe ich mich ganz, ganz stark dagegen verteidigt und gewehrt. Gegenüber dieser Idee des Glaubens, des christlichen Glauben, den ich jetzt nachher angenommen habe. Dass das einfach, ja, das ist ja schön, wenn man das hat. Das sind positive Nebeneffekte. Du hast jetzt hier Krücken genannt. So, ganz, ganz viele Leute sind immer wieder auf mich zugekommen. Ja, wenn das dir hilft, dann ist das ja gut für dich und so. Und ich dachte, nein, das ist überhaupt nicht die Essenz von dem, was ich glaube. Ich glaube nicht, ich bin jetzt nicht gläubiger Christ geworden, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt irgendwie schöne psychologische Nebeneffekte davon haben, sondern weil ich tief davon überzeugt bin worden, dass das wahr ist, dass das real ist. Darum habe ich mich ganz stark dagegen gewehrt, gegen die Idee, dass der Glaube eine psychologische Krücke soll sein. Und erst viel, viel später, und das war irgendwann in den letzten Jahren, habe ich gemerkt, dass, also wenn ich auf eine neue Art darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, es ist ja so schön, es geht mir so viel besser, es gibt so viele schöne Elemente dran, dass ich jetzt quasi mit Gott, mit Jesus unterwegs bin. Ich habe so eine schöne Beziehung mit Gott, die immer bei mir ist. Es gibt so viele positive Effekte daraus, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist ja mega schön. Ich habe mich so stark immer gewehrt gegen die Idee, dass der Glaube eben so eine einfach durch positive Effekte oder Nebeneffekte definiert wird. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich muss mich gar nicht dagegen abgrenzen. Es ist irgendwie trotzdem, es ist ein schöner Teil von mir. Es ist wunderschön, dass es das hat. Aber für mich ist es viel, viel mehr als nur das. Das heisst, ja, wie natürlich so eine Abwehrreaktion, wenn ich das höre. So, Glaube, psychologische Krücken, der wehrt sich, oder der hat sich lange etwas gewehrt in mir gegen das. Aber ich muss sagen, es ist, also heute würde ich sagen, der Glaube, ich rede von mehr als nur einem Glauben. Meine Beziehung mit Gott, meine Beziehung mit Jesus ist viel mehr als das, aber ist auch eigentlich etwas, was man vielleicht eine Krücke nennen kann, aber etwas, was wirklich positive Effekte in meinem Leben hat. Ja, eine Hilfe, ja. Okay. Genau. Also meine nächste Frage ist, auf was vertraut ihr im Leben am meisten? Ich habe mir jetzt gewagt, so zu denken, dass bei euch vielleicht Gott könnte sein. Wenn es nicht das ist, ist sonst irgendetwas oder würdet ihr sagen, Gott vertraut ihr am meisten im Leben oder ist es sonst jemand oder etwas? Jetzt bei euch zwei. Ja, gross gesprochen ist es Gott. Ja, ich würde es wahrscheinlich für einzelne Situationen ein bisschen eingrenzen. Ich vertraue sehr stark auf Gottes Gerechtigkeit, die jetzt bei mir im Leben immer wieder vorkommt, und ich merke, wie das ist ein Punkt, wo ich in dieser Welt nicht immer zu Schlag komme. Mit dieser ganz grossen Ungerechtigkeit auf vielen Ebenen, wo ich wie merke, dort habe ich das Vertrauen, oder muss ich auch, sage jetzt mal wirklich, können darauf vertrauen, dass da ein gerechter Gott rum ist, wo das
irgendeines Mal wird zu Gerechtigkeit bringen. Also. Okay. Ja, Valentin, hast du etwas, wo du weißt, dass es, dass du dich wirklich darauf kannst verlassen in seinem Leben, ein Gesetz, das du vielleicht entdeckt hast, oder etwas, wo du mit der jetzigen, bis jetzigen Lebensweisheit dir hat gelehrt? Also, wo du darauf kannst vertrauen? Ich kann mich darauf vertrauen, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, die Schwerkraft funktioniert meistens. Also, es sind so, das ist jetzt scherzhaft geantwortet, oder Naturgesetze, sogenannte Naturgesetze. Da habe ich das Gefühl, das ist verlässlich, oder? Darauf kannst du dich auch verlassen. Nachher im weiteren Sinn, müsste ich fast sagen, ist ein Selbstvertrauen ist doch auch wichtig. Also grundsätzlich bist du mal für dich selber verantwortlich, im Bewusstsein, dass man an Grenzen kommt. Oder wir sind als Menschen, wir sind Tiere, die die Gesellschaft brauchen, die miteinander müssen auskommen, miteinander müssen verhandeln, Sachen aushandeln. Das heisst, auch Rücksicht aufeinander nehmen. Bei mir ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, und ich bin froh, dass wir ein System haben, ein staatliches System, was Fehler erlaubt und Krankheiten, oder? Dass wir zum Beispiel eine obligatorische Krankenversicherung haben, oder wenn man wann ein Loch gibt, dass man nicht einfach angewiesen ist, einen reichen Vater zu haben oder irgendwie so. Also das ist für mich schon auch noch wichtig für ein gutes Leben, dass ich auch kann überhaupt kreativ sein, dass man sich überhaupt etwas kann erlauben. Wenn es wer sagt, ja, ich verlasse mich auf Gott, dann habe ich das Gefühl, ja, dann ist man vielleicht einfach teilweise ab und zu mal verlassen. Also wenn du dich auf Gott allein verlässt, bist du vielleicht verlassen. Ich weiß nicht so ganz, es gibt die Sprüche, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so von Agentur C, oder die macht ja immer die Bibelsprüche. Da finde ich Summe von denen, sprich, finde ich schon fast grenzwertig. Ein Zitat ist gesehen: Wer sich auf den Menschen verlässt, ist verlassen, oder? Ich finde jetzt das die Gegenseite, oder? Wenn ich jetzt so ein bisschen polemisch sage, wer sich auf Gott verlässt, ist ja von allen guten Geistern, besonders, oder, also nicht vom Heiligen Geist, aber von einem anderen Geist. Wenn ich jetzt so polemisch tue, hoffe ich, dass ihr euch versteht, wenn es wer kommt, der religiös ist, evangelikal oder katholikal, was auch immer, und sagt, ja, vom Mensch darfst du dich auch nicht verlassen, da wirst du nur enttäuscht, finde ich das auch wieder schlecht. Also wahrscheinlich ist es gut, dass wir in einem System sind, wo die beiden Modelle Platz haben, oder? Und um ganz kurz aber zu antworten, ich vertraue halt schon in mich, auch die Kernfamilie, die ich habe, oder meine Partnerin, was es da gibt, eine nähere, eine enge Familie, oder? Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Also ich wollte nicht in einer Welt sein, wo jeder einfach voll auf sich allein gestellt ist. Aber du hast ja in die Richtung gefragt, ich brauche nichts, was übersinnlich ist, übernatürlich für meine weltliche Einstellung einfach zu formulieren. Also, dass ich probiere, anderen gegenüber gerecht zu sein oder möglichst gut zu handeln, das heisst, andere nicht zu schädigen, das ergibt sich bei mir einfach aus dieser Welt. Also, ich finde das gut, wenn es wäre, sagt, okay, ich nehme jetzt die Werte aus der Bibel, dann habe ich das Gefühl, wenn das für dich stimmt, für mich stimmt es einfach nicht, alles in Ordnung, für mich braucht es einfach das nicht. Darf ich schnell nachfragen? Darf ich schnell zuerst, könnt bitte die Tür zutun? Mir nervt der Verkehr. Merci vielmals. Du hast am Anfang schön beschrieben, was dir Sicherheit gibt oder wo du froh bist für das Krankensystem, das wir haben und so weiter. Mir ist durch den Kopf, dann ist ja eigentlich der Atheismus in dem Sinn nur in der reichen westlichen Welt lebbar. Oder wie würdest du denn jetzt, also wenn jetzt das, die Werte, die du aufgezählt hast von Demokratie, Sicherheit können mitreden und so weiter, kenne ich jetzt, ist es ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die das genau so erleben dürfen? Ja. Also wahrscheinlich müssen wir vorsichtig sein, was du überhaupt meinst mit Atheismus leben, oder? Also ich bin Atheist im Sinne von, ich glaube nicht an einen Gott, nicht an eine Göttin, sicher nicht an einen personalen Gott. Das ist meine Einstellung. Aus dem ergibt sich aber eigentlich keine Werthaltung, oder? In dem Sinn gibt es
Wie es bei Friedeicher Zerrbilder gibt von einer Einstellung, die Evangelikale haben, oder die Fundamente, die sie haben, oder die Ideen, die sie haben, gibt es auch Zerrbilder von einem Atheisten, also absolute Egoisten und auf sich alleinzig und irgendwie verbittert gegen Gott und irgendwie vielleicht noch auch an Missbrauch erlebt von irgendeinem Funktionär oder so. Und in dem Sinn ist es schwierig. Also Atheismus lebst du eigentlich gar nicht. Das ist eine Glaubensfrage, oder? Und du kannst es Intoleranz, darf ich hier nicht sagen, wer es in einer Kirche, du kannst ein sehr intoleranter, homophober Mensch sein und Atheist oder Friedeicher. Oder du kannst sehr liberal, sehr progressiv, sehr, sehr menschenliebend und auch tierliebend sein und sehr, sehr religiös. Das ist unabhängig voneinander. Und im Prinzip die Systemfrage, in was für einer Gesellschaft wir leben, du kannst genau gleich Atheist sein, auch in Nordkorea, da ist es ja sogar so, dass das fast wie eine Staatsreligion wurde, oder das Kommunistische. Und darum ist es für mich in meinem Leben wichtig, ich definiere mich eigentlich nicht sehr stark als Atheist. Wenn mich das wer fragt, dann gebe ich das selbstverständlich zu, ja, ich bin nicht gläubig in dem religiösen Sinn, aber mir ist mein weltlicher Humanismus, säkular Humanismus oder eben evolutionärer Humanismus, das ist mir wichtiger, oder? Die Werte sind für mich nachher die Menschenwerte, oder? Die Menschenrechte. In dem Sinn ist es einfacher, und das zeigt übrigens auch die Wissenschaft, Atheismus oder Ferne von Religion ist da stärker ausgeprägt, was es gehört, das Sozialsystem gibt. Das haben wir sogar auch in den USA, je nachdem, in welcher Region das du bist, kommen da die kirchlichen Gemeinden zum Zug, weil das Sozialsystem versagt oder auch das Schulsystem versagt. Oder wenn deine Firma kaputt geht, musst du dich wenden an die Gruppe. Also die zwei Sachen sind in der Wissenschaft gar nicht schlecht untersucht. Da, wo der Staat einigermaßen das gehört, das Sicherheitssystem hat, geht in der Tendenz die Religiosität und auch die institutionelle Religion geht ein bisschen rein. Und da, wo die Bildung gehört ist, geht es tendenziell auch am rein. Aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Es gibt sehr hochgebildete und sehr intelligente Religiöse, wie es auch idiotische und ungebildete Atheisten gibt. Das ist immer ein Regenbogen. Ja, also, es ist eine grosse Debatte. Also ich bin schon mal froh, dass du es so kannst auseinanderheben, auch uns Christen. Ich würde jetzt glaube dem Plakat von der Agentur C, das du zitiert hast, auch nicht zu 100% bist. Da kenne ich gute Menschen, die ich mich gerne darauf verlasse, dass sie da sind. Das finde ich spannend. Aber den Zusammenhang finde ich trotzdem spannend, weil es ist ja gerade in Drittweltländer und so weiter, hast du Religion oder so eigentlich viel stärker ausgeprägt. Und bei mir drängt sich halt dann der Gedanken auf, ist dann das Nicht-Glauben an Gott auch ein Luxusgut, das wir haben in dieser, du hast das Beispiel gebracht von Nordkorea oder das System, das dann in dem Sinne atheistisch geprägt sind, wo sie in dem Sinne ein bisschen widerlegen. Also eben, es ist wirklich, es wird ja häufig, in Amerika wird zum Beispiel Debatten sehr gern geführt und so. Und dann schaut man, dass man sagt, ah ja, schaut, die katholischen Länder geht schlechter als die Reformierten und so weiter. Aber es ist eine sehr interessante Sache, also, die wir hier aufgemacht haben. Will jemand noch kurz etwas dazu entgegnen oder gehen wir nachher weiter? Wenn ich darf, du hast die dritte Welt angesprochen. Für mich ist es immer eine Frage, was hilft, oder was hilft euch Leid vermeiden, oder? Und ich bin halt tatsächlich nicht davon überzeugt, dass eine gewisse Art von Mission, also wenn man Entwicklungshilfe teilweise auch da dran koppelt, und da gibt es ja ganz schlimme Beispiele, oder, dass man quasi gegen helfen, aber dass es super geht, oder das Malaria-Netz, muss man quasi noch sagen, ja, aber hier noch Bibelunterricht, oder? Und das kann sehr schädigen, da bin ich sehr, sehr kritisch. Und auf der anderen Seite gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Bewegung vom Effective Altruism, also möglichst effektiver Altruismus. Man schaut möglichst wissenschaftlich an, wie kann ich mit meinem Geld oder mit meiner Zeit, die ich spende, möglichst viel Positives bewirken, oder? Nachher wird das durchgerechnet, das klingt sehr, sehr mathematisch, aber da kommen auch so Sachen raus, wie, dass wenn du das Geld investierst in Malaria-Netze in Afrika zum Beispiel, was ermöglicht, dass die jungen Leute weniger krank werden, besser zur Schule gehen können, gebildet sind und nachher sich selber können und einfach ja, besser unterhalten, dass die Gesamtgesellschaft da stark davon profitiert. Und
das wäre so ein kleines Puzzlestückchen von einer Antwort vielleicht, wenn ich dir offerieren kann, wenn ich das Gefühl habe, auch noch in diesen Weltregionen, wo es schlecht geht, kann an so eine Art und Weise probieren zu helfen, die möglichst wissenschaftlich ist, oder? Was auch mit Gefühl zu tun hat. Du willst ja helfen, aber wo man nicht einfach sagt, wird jetzt da möglichst viel Geld drin, sondern einfach schlau überlegen, wie geben wir das Geld uns. Und da kann meiner Meinung nach nachher ein Atheist, ein Friedeicher oder ein Christ und ein Muslim kann und da sehr gut auf die gleichen Antworten kommen am Schluss. Gut, kommen wir vielleicht zu dem Thema. Wenn ihr eine Frage habt dazu, könnt ihr euch das noch aufschreiben, dann können wir das vielleicht im Nachhinein nochmal aufnehmen. Ja, ich denke, müssen wir kurz weiter. Ich habe darum nur eine grundsätzliche Frage. So, Joshi, wie du hast gesagt, also ich tue jetzt da paraphrasieren, es muss mehr sein, als es einfach gut für einen ist oder es sich gut anfühlt. Was ist denn Gott mehr als das? Oder wie sehe ich, dass Gott mehr ist, als nur eine Hilfe für mich, für die Sachen zu erklären? Okay, was ich mit dem gemeint ist, also du hast jetzt nicht nur eine Frage gestellt, du hast zwei verschiedene Fragen gestellt und gleichzeitig ist noch das, was ich ursprünglich wollte sagen. Also das, was ich ursprünglich wollte sagen, ist, ich denke, der christliche Glaube oder meine Beziehung zu Gott, die hat wahnsinnig viele schöne, auch psychologische Nebeneffekte, die ich davon zehren kann, davon profitieren kann. Aber ich denke, das, was ich auch wollte sagen, ist, es ist eben wahnsinnig viel mehr als das. Es ist das verstanden. Genau, in meinen Augen ist es nicht einfach nur eine psychologische Hilfe, sondern ich bin nicht gläubig, weil ich mich dann besser fühle dabei, sondern in erster Linie bin ich gläubig, weil ich finde, dass es fundamental wahr ist. Ich finde, dass der Gott Jesus Christus existiert, dass der wahr ist. Weißt du, was ich meine? So, und nicht nur eine Hilfe. Das heisst, wenn du mich fragst, inwiefern ist er denn mehr, als dass es einem also gut wie sich zeigt vielleicht so als ist Frage. Ist das deine Frage? Wie das was zeigt? Ja, können wir es mal, sagen wir mal so, wie zeigt es sich, dass okay. Es mehr ist? Ja, ich denke, der Zugang zu Gott ist so unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Oder wie es Zugang zu Jesus ist so unterschiedlich, wie es Christen gibt. Also, es gibt Menschen, die einen sehr, sehr starken experientiellen Zugang zu Gott, die einen phänomenologischen, weißt du, die gehen sehr stark über ihre Erlebnisse. Es gibt andere Menschen, die gehen sehr stark über deduktive, logische Argumente. Es gibt Menschen, die fühlen sich extrem, extrem angezogen von vielleicht den klassischen Gottesbeweisen, weißt, kosmologischen, ontologischen. Wie ist das bei dir? Bei mir persönlich ist es eine Mischung. Also, mir hat es ganz, ganz stark experientiell gestartet. Aber als ich wirklich in dieser starken agnostischen Zeit war, hat es für mich so wie in meinem Kopf dann so wie zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder kann ich so einen Gott irgendwie, kann ich das Ganze mal ein bisschen für mich erfahren. Und wenn ich das tue, dann möchte ich auch weiter mit dem arbeiten und weiter irgendwie den Gedankenprozess weitergehen und das auch leben. Oder wenn ich zu dem keinen experientiellen Zugang finden kann, dann gehe ich fürs erste Mal davon aus, dass es vielleicht nichts mehr mit mir zu tun hat. Das heisst, mein Zugang war zuerst ganz, ganz stark erfahrungsbasiert gewesen. Der hat sich über die Jahre nachher gewandelt. Also gerade auch über die Jahre, wo ich nachher Religionswissenschaften studiert habe und so. Wo ich viel mehr noch angefangen habe, mich selber zu dekonstruieren, den Glauben zu dekonstruieren, unterschiedliche Glaubenspositionen zu dekonstruieren, Lebensweisen, Säkularismus und so weiter und so fort. Wo ich dann viel, viel stärker eigentlich, eher ein weniger erlebnisgesteuerten, sondern mehr vielleicht einen philosophischen Zugang habe gefunden zu dem. Was ist denn der spannendste oder faszinierendste Zugang, für es noch mal ein bisschen mehr zu bahnen, den du gefunden hast? Ja, der spannendste. Das ist eine mega schwierige Frage, weißt, weil das Ding ist, es ist so phasenweise. Also am Anfang habe ich das, glaube ich, auch wirklich gebraucht, dass ich so erfahrungsbasiert war. Weißt. Am Anfang habe ich das gebraucht. So. Und später habe ich vielleicht das Gefühl, habe ich es tatsächlich gebraucht, ich nehme es jetzt einfach mal an, so wie es ein Teil von meiner Lebensgeschichte ist, habe ich es vielleicht effektiv gebraucht, dass ich für mega viele Menschen anbeten, die vor meinen Augen sind gesund wurden. Das ist alles experientiell, weißt du so. Und jetzt momentan brauche ich es, glaube ich, also jetzt habe ich viel, viel weniger, ich habe immer noch das Bedürfnis nach dem, aber viel, viel weniger stark. So, jetzt fühle ich mich momentan viel mehr daheim eigentlich in diesen philosophischen Überlegungen und so. Darum, wenn du sagst, es ist das Spannendste, es ist super phasenabhängig. Momentan ist für mich das Spannendste eigentlich logisch-philosophische Diskussionen zu haben, syllogistische Abhandlungen zu haben mit Kollegen
Und früher war es für mich aber viel, viel spannender gewesen, Sachen zu erleben. Da habe ich das Gefühl gehabt, immer mich noch erinnern, als ich gesagt habe, ich habe keine Lust, irgendwie einer leeren, langweiligen Philosophie nachzufolgen. Und heute denke ich so, shame on you, was habe ich denn gedacht? Vielleicht kannst du dir noch etwas ausdenken für später, für was für einen philosophischen Aspekt, dass dich eben besonders fasziniert hat an dem Ganzen. Aber ich kann jetzt mal ein bisschen Beat übergeben. Okay. Das erste Mal, dann kannst noch etwas. Wenn ich dir zuhöre, weiss ich, warum ich mich mit meinem Master so schwer tue, bei diesen vielen Fremdwörtern. Schudert es mich auch nicht so ein bisschen. Sorry, okay. Also ich hoffe, ich mache dir mal das Lexikon für mich selber, dass ich mitkomme. Und ich glaube, das ist meine praktische Art und Weise. Ja, es hat schon das eine oder andere Ding, also gewiss, ich komme mit. Also für dich zeigt sich mehr, als dass es nur eine Hilfe ist, für sich zu vertrösten und so weiter. In der Praxis. Absolut. Also für mich kann man lange bleiben, was ist meine Antwort? Und ich komme überhaupt nicht von der Erfahrungsseite her. Da merke ich, das ist nicht mein Zugang, da komme ich nicht an. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, also immer mitbekommen, das war für mich immer so ein Leiden gewesen, weil es jetzt bei mir ein bisschen weniger abgegangen ist als bei anderen scheinbar. Im Nachhinein betrachtet habe ich gemerkt, dass gewisse Sachen wahrscheinlich doch nicht alles nur der Heilige Geist war und dann auf der anderen Seite. Für mich ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in meinem Studium gewesen, wo ich wie gemerkt habe, es geht auf. Die Art und Weise, von was ich jetzt, wie ich es aus der Bibel aus interpretiere, lese, macht für mich Sinn, um mit den Menschen zusammenzuleben. Es ist ein Hingehen zu den Armen und Schwachen, denen zu helfen, es nicht nur auf sich zu schauen. Und wenn ich dann einfach ins Gesamte raus schaue, genau eben das, nicht mich ins Zentrum stellen, sondern in dem Moment halt Gott oder Jesus und sein Handeln. Und ich wie gemerkt habe, das führt zu einem friedlicheren Miteinander. Nicht zwingend für mich. Manchmal finde ich es sehr herausfordernd, mich auf andere einzulassen, auch vielleicht gerade Schwächere oder Kranke einzulassen. Aber es macht Sinn, wenn wir als Gesellschaft miteinander unterwegs sind. Das ist mehr so denn der Aspekt, hey, mal, das macht Sinn. Mit all diesen Erklärungen, die mir die Bibel mitgibt, wo auch, ich weiss, das ist nachher meine Art und Weise, wie ich es auslege. Ich kenne andere Auslegungen, wo ich muss sagen, das macht keinen Sinn, wenn ich es jetzt so nehme. Das macht für mich Sinn für das Zusammenleben von uns Menschen. Und nachher ist es für mich die Natur. Also wenn ich der Erfahrungspunkt ist, wenn ich in der Natur ausstehe. Ja. Also wenn ich es verstehe, für dich gibt es einfach Sinn, wie das, was du lesest oder siehst, zum Beispiel in der Bibel, die Projektion auf die Realität, auf die Welt oder auf das Zusammensein mit Menschen, das gibt für dich Sinn und ist mehr. Ja, also vielleicht einfach ein einfaches Beispiel für mich, irgendwo das war, ist am Anfang von der Bibel hast du Geschichte, wo ich glaube, Gott einfach mal den Menschen will mitteilen, was ist da passiert. Ich glaube jetzt nicht ganz daran, dass es genau so passiert ist, aber eines der Grundprobleme, das Gott dort beschreibt, ist, dass der Mensch selber entscheiden will, was gut und was böse ist. Und dass er aus gewissen Sachen halt auf einmal sagt, das ist gut, obwohl das vielleicht für ihn gut ist, aber für ganz viele andere Menschen nicht. Und das führt zu so vielen Konflikten, und wo wir drinnen stehen, weil eben jemand selber definiert, das ist gut. Obwohl es jetzt einfach gesamthaft gesehen nicht wahnsinnig hilfreich ist, dass das gut ist. Und das einfach können merken, wie so viele Konflikte, die ich dann in dem investiere, wo ich merke, ja, das sehe ich persönlich auch als Thema an. Und habe immer gemerkt, und da gibt es ganz viele so Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, mal, das macht Sinn. Also. Okay. Valentin, wenn jetzt so die, sag jetzt mal, die Projektion von deiner Idee oder die Erlebnisse hörst, nehme ich ja nicht an, dass du davon ausgehst, dass die Erlebnisse, die die anderen beiden Herren haben, jetzt wirklich von etwas Übernatürlichem kommen. Wie ist es eigentlich? Du hast gesagt, du verlässt dich ja auf die Naturgesetze, also dass es etwas ist, wo du darauf kannst vertrauen. Also gehst du jetzt davon aus, dass jetzt, oder dass all die Wunderheiligen zum Beispiel, wo Joshia davon hat erzählt, dass es irgendwie sonst eben erklärlich ist durch irgendeine Illusion oder durch Fehlinterpretationen und so weiter? Ja, also eine Spontanheilung gibt es, das ist sogar medizinisch erklärt, also es ist eine Möglichkeit, dass du einfach so und so viel Prozent beispielsweise auch noch immer sehr, sehr krass so Endstadium von einem Krebs kann und dann Spontanheilung haben. Es kann Remission geben, es kann abschwellen. Und zwar schwillt das auch bei Atheisten ab, wo nicht dafür gebeten wird.
auch da sehr interessant ist die Prayer Study, was gemacht wurde, ist, also die Leute, die nicht wissen, dass verschieden gebeten wird, das ist unabhängig davon, ob die gesünder werden, schneller gesund oder weniger. Es gibt sogar den gegenteiligen Effekt, dass gewisse Leute, die wissen, wenn verschieden gebeten wird, sich unter Druck fühlen und gesund zu werden. Und da wäre der, du kennst vielleicht die Studie, und da fängt der an, Gläubo nicht das Placebo zu sein, also etwas, was positiv wirkt, sondern das Nocebo, etwas, was schädigt, etwas, was kann schaden. Ich finde das interessant und wichtig. Es gibt den Spruch, Gott hat noch keinem amputierten ein Bein anwachsen, oder? Und das ist mein Hauptgrund, warum ich sage, ja, ihr glaubt jetzt, dass da aber an diesen Spontanheiligen irgendwie an Gott, an Göttin, auch an Gott, auch an Jesus daran beteiligt ist. Dafür sehe ich null, aber wirklich null Grund, kein Beweis. Ich muss sogar sagen, ich sehe einfach Hinweise, die dagegen sprechen und das so zu interpretieren. Und während ich so am Anfang habe ich gesagt, ja, wenn es nicht schadet, dann ist das in Ordnung, oder was man glaubt. Das habe ich quasi mit der Fussnote gesagt, weil ich bin doch der Überzeugung, dass es eigentlich wichtig ist, dass man ein Weltbild hat, das möglichst korrekt ist. Die meisten in diesem Raum haben das Gefühl, mein Weltbild oder mein Bild vom Universum ist der angemessen, wenn ich mir aber einen Schöpfer, einen Gott, einen Lenker, einen Helfer, einen, der vielleicht sogar eine Richtung, je nach theologischer Geschmacksrichtung oder sogar bestraft oder belohnt. Ich habe das Gefühl, das ist nicht die angemessene Sichtweise auf das Leben. Also ich würde euch kritisieren, Hechto, schauen wir das genauer an, es geht euch ohne das und es geht sogar besser. Ich finde immer speziell, dass man ja sich auch beispielsweise aus der Bibel, muss man sich nachher die Sachen daraus nehmen, dann muss man das Alte Testament entkräftigen, mit dem Neuen in Übereinklang bringen, dass das aber Jesus aufgehoben hat, die und die Gesetze. Ich selber, das ist einer von meinen wichtigen Punkten, ich finde noch, das ist vergeudete Energie. Also ich fände viel besser, wenn man dafür einfach einen guten Ethikunterricht hat und dafür haben wir wirklich genug ethische Grundlagen, statt aber seine Energie damit aufzuwenden, sich die Bibel zurechtzudrehen oder da irgendwie an göttliche Hand oder an göttliche Handlung drin zu sehen. Darf ich schnell eine Verständnisfrage stellen, aber wegen der Spontanheiligen, die du davon geredet hast. Glaubst du, dort ist eigentlich die Erklärung, dass wir einfach Medizin nicht genug nachher können? Es ist medizinisch, wäre es verständlich, wenn man es noch besser würde verstehen, die einzelnen Spontanheilungen. Also da würde sich eine Erklärung ergeben, wenn man also mehr eigentlich gibt es ja die Erklärung schon. Es kommt auch darauf an, was nennt man Wunder, oder? Ich könnte auch reden von etwas Wunderhaftes oder etwas Wunderbares ist, etwas, was unrealistisch ist oder einfach eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Aber zum Beispiel, wenn du Lotto spielst, dann gibt es einfach so und so viele Mal, gibt's das Action und irgendwas wird gewinnt. Und bei diesen medizinischen Sachen, die du hast, dann passiert einfach irgendwas, das kann an einigen Molekülen haben, das kann an etwas kleinen Sachen, wo einfach das Immunsystem nachher wieder so gerade schafft über den Berg und nachher zum Beispiel der Erreger Body gehen kann, oder? Und das sind euch wissenschaftliche Theorien, die sagen, ja, das funktioniert so. Aber kein einziges Mal hat Gott Gebete erhört und hat einen amputierten Arm anwachsen, oder? Es sind immer so Sachen, wo als wäre ein eingedrückter Nerv hinter sich im Rückgrat, nachher geht er auf Medjugorje also und der läuft er mehr oder weniger Mensch. So. Ja, also es ist, ich bin von keinem einzigen Wunder bin ich überzogen, also genau von null. Und immer, wenn ich wieder auf Wunder habe drauf geschaut und wenn man schaut, was ist denn da, was ist der Bericht? Wer hat genau darauf geschaut, dann bin ich immer wieder enttäuscht. Also, dann muss ich sagen, an das glaubt ihr, wenn das eine Basis ist, für zu sagen, ja, ich glaube jetzt an Gott wegen dem, dann ist das für mich einfach sehr, ja, ihr könnt das schon machen, aber also für mich ist das also, nichts. Es ist einfach das Unwahrscheinliche, was passiert, aber eben immer noch im Rahmen der Naturgesetze, ganz kurz zusammengefasst. Und es ist sehr interessant, ja, von dir, Yoshi, deine Masterarbeit gelesen, wo du Feldstudien oder hast gemacht über Wunderheilungen im Christentum. Und du hast auch genau das Thema dort noch behandelt, eben, was ist überhaupt das Wunder?
was ist heilig? Und du hast dort, vielleicht können wir das noch ein bisschen, was ist dort? Du hast ja ärztliche Atteste dort dabei reingelegt und du hast verschiedene Fälle dokumentiert, für was war vorher, gewesen, was war nachher. Gewesen. Was gibt es dort jetzt etwas, wo sichtbar sich geändert hat? Oder was findest du, ist das Krasseste in deiner Studie gewesen? Okay, darf ich deine Frage bitte ignorieren? Ich würde eigentlich mega gerne auf das eingehen, was er hat gesagt hat. Du also hast nachher noch? Wir können vielleicht noch darauf zurückkommen. Aber das Ding ist, ich denke, er spricht etwas sehr Spannendes an. Und deine Frage ist sicher auch gut. Ich möchte nicht mit fest jetzt irgendwie, das ist eine mega technische Diskussion und da müssen wir mega, mega drin reingehen, wie wollen wir jetzt das Wunder definieren und so weiter. Aber du glaubst an eine andere Interpretation auch, oder als dass es nur im Rahmen des Natürlichen passiert, grob gesagt. Genau, ich denke, es kann viel, viel mehr sein als nur das. Schon, du glaubst an die Natur, die drinnen eine Rolle spielt. Ja, ich glaube schon, dass man, dort redet man von Supernaturalismus. Also ich denke schon, dass nicht alles nur naturalistisch ist, also sprich, durch das Kontinuum von dieser Natur muss erklärt werden. So. Also ich glaube was schon ein krasser Unterschied ist. Richtig, und, ja, genau, richtig. Und du suchst jetzt nach einem krassen Erlebnis, so, oder nach einem krassen Fallbeispiel, das ich da drin hatte. Ich finde, es gibt unterschiedliche, wahnsinnig spannende, krasse Beispiele, jetzt für mich subjektiv. Aber ich würde gerne eigentlich noch auf das zurückkommen, was er dann gesagt hat. Und zwar, dass es kein Wunder hat gegeben, wo die überzeugt hat, dass jetzt das ein Wunder ist oder so. Und dass noch kein Mensch irgendwie irgendwie einen Arm, einen amputierten Arm ist nachher gewachsen und so. Und dort frage ich mich, wie redlich dass du dort bist. Also ich wollte gar nicht angreifen, überhaupt nicht. Aber ich habe es sehr oft gehört, so ja, ich meine, wieso weckt der Gott nicht Tote auf? Wieso macht der Gott nicht das und das? Und ich denke immer wieder nur so, okay, ich höre ganz viele angebliche Geschichten, dass Gott so etwas tut. Und ganz viele so Berichte, die man lesen kann, dass Gott jetzt irgendwie einen Arm wieder hat nachwachsen oder dass ein Toten ist auferstanden. Und wenn man das nicht glaubt, ist noch ganz eine andere Sache. Aber ich finde, ich möchte dort für uns alle, also für mich, ich versuche mich selber dort die Nase zu nehmen und alle, die eigentlich hier noch in diesem Raum sind, dass wir uns in die Nase nehmen und dort auch intellektuell redlich sind. Weil eigentlich aus der Prämisse heraus argumentieren, ja, Gott macht das ja gar nicht und darum bin ich a priori schon nicht überzeugt, das finde ich, das gefällt mir nicht so ganz. Ich denke viel eher, viel schöner finde ich es. Und ich versuche mich wirklich so gut ich kann, der selber in der Nase zu nehmen. Und also sagen, wenn ich versuche, du Recherchen mit der Nase nehmen? Oder genau, richtig. Und um wirklich die Fälle zu suchen und anzuschauen. Und wenn es irgendwelche dubiose Fälle gibt, Leute, die irgendwelche dubiose Sachen, weil man findet die hier in der Schweiz. Also, man findet etliche hier in der Schweiz. Und es ist schon, man muss dem schon ein bisschen nachgrübeln. Ich habe ja selber zu diesem Thema geschrieben und so. Und man muss schon ein bisschen suchen. Aber ich denke, man findet so Fälle und man kann die dann auch untersuchen. Und jetzt, auf das, was er gesagt hat, dass man die einzelnen Fälle auch anders erklären kann, ich glaube, dort hat er recht. Ich denke, man kann immer unterschiedliche Erklärungsansätze ansetzen. Man kann in jedem Fall, also übrigens immer im Leben, man kann alles immer unterschiedlich versuchen zu interpretieren. Man kann jedes Gemälde umdeuten. Wenn ich irgendwie eine statistische Untersuchung mache oder so, kann ich auch immer wieder versuchen, unterschiedliche Sachen, weißt, also irgendwo habe ich die Fakten, deskriptiv, das sehe ich vor mir. Und dann kann ich es immer irgendwie interpretieren und versuchen, das Geschichte daraus zu machen. Das selber ist ja nicht der spannende Fakt. Dass man genau, richtig. Das, was ich eigentlich hier sagen will, ist, und sorry, wenn es ein bisschen lang geht, komme gut auf den Punkt. Das, was ich sagen will, ist eigentlich, ich finde, wenn ich, das ist jetzt meine Schlussfolgerung aus dem, ich finde, nicht wenn ich einen von diesen Fällen anschaue, sondern ich habe immer, in meinem Leben bin ich immer mit ganz, ganz vielen Evidenzen, mit ganz, ganz vielen Sachen konfrontiert. Ich finde, wenn ich die Gesamtheit von diesen Fällen anschaue, also wirklich versuche, so kritisch wie möglich anzuschauen, dann finde ich, dass das Kollektiv in meinen Augen von diesen Fällen eigentlich ein sehr schönes Bild zeichnet, dass es wesentlich mehr gibt, als nur gerade das einzu und simpel durch natürliche, also naturalistische. Also der Supernaturalismus wird dadurch... Der wird für mich durch das sehr stark plausibilisiert. Ja. Valentin, was könnte ich davon überzeugen, dass es tatsächlich so viele gibt, wo supernaturalistisch etwas passiert ist, so wie der Joshi davon redet? Wen würdest du dich überzeugen?
mich würde es dann überzeugen, wenn es überzeugende Beweise dafür gäbe. Das ist so, da beißt sich einfach die Schlange fast nur Schwanz. Also bei mir, ich müsste ja fast irgendwie eine Spontanheilung sehen. Ich gebe euch zu, im ersten Moment würde ich euch denken, ja, das ist jetzt, also ihr kennt ja zum Beispiel auch Mentalisten wahrscheinlich oder Zaubertricks, oder? Wer von einem Freidecher hat so ein Sommerlager für Jugendliche, humanistisch, wissenschaftlich Sommerlager, also wird ja nicht Freidenker indoktrinieren, aber wird einfach so ein Sommerlager, wo wir Wissenschaft machen, einfach mit Philosophie und so. Im ersten haben wir so einen da gehabt, so einen Zauberer, oder? Und ich habe das selber erlebt, oder? Du traust deinen eigenen Augen nicht. Das heisst, ich bin wirklich in dem Moment, jetzt hätte ich geflüchtet, wenn er nicht gemacht? Hier auf der Bühne wäre gesehen, immer Gotteshaus. Ich habe wirklich gedacht, WTF, was ist jetzt da gelaufen? Also hat, beispielsweise Sachen, die er mir an Idee in den Kopf tut, also über so subliminal, tut er probieren, mich da hinzulenken und dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt die Karte ausgelesen und dabei hat er einfach, ist er sehr geschickt gewesen, dass er darauf hingewirkt, dass ich ziemlich sicher einfach mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die Karte nehme. Da bin ich nur noch am Steunen gewesen. Also ich will sagen, ich gebe zu, wenn ich jetzt so etwas würde sehen, wäre meine erste Idee auch nicht, ah ja, okay, Jesus, also jetzt glaube ich wieder, sondern im ersten Moment würde ich auch sagen, okay, da hat mich jetzt so geleitet, oder? Und das Lustige aber an dem, David Mitterer, ist gesehen, der macht das auf eine Art, dass der macht zuerst die Show, oder? Der zeigt zuerst die Tricks. Er hat euch Kids ein paar von diesen Sachen gezeigt, also zum Beispiel Lefla Biego oder einfach andere Zaubertricks, die haben höheren Spass an dem. Er tut nachher ein bisschen erklären, wie habe ich das gemacht, oder? Und das ist eben für mich heute spannend, wenn ich, da wo ich jetzt so stehe in meinem Leben, und wenn ich drauf schaue, wie ein Haufen Leute aber Wunder interpretieren, dann habe ich das Gefühl, habe ich durchschaut, was da ist. Es ist auch ein starker Punkt, dass man an die Wunder will glauben ist, dass man an die Wunder will glauben, dass das einem aber so eine Art ein Beweis gibt. Ich nenne das Pseudobeweis, ich nenne das einen falschen Trost oder eben eine falsche Idee. Und auf deine Frage kann ich kurz nur antworten, ich wäre wahrscheinlich auch noch, wenn jetzt hier irgendwie Jesus am Brichen käme und hier würde ich sagen, Valentin, du bist falsch, ich wäre auch noch da gerade sehr kritisch. Also ich hätte das Gefühl, okay, jetzt ist da hier neu Facebook mit irgendwelchen Dings, bin ich jetzt hier in einer Virtual Reality, hat mir eine Brille aufgesetzt. Ich wäre sehr, sehr kritisch. Also ich gebe das offen zu. Es bräuchte sehr, 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 sehr viel, dass ich als Wunder würde akzeptieren, dass das etwas ist, was wir nicht erklären können. Aber das die Beispiel, die du jetzt mit dem Mentalist hast gesagt, fällt für mich in eine ganz andere Kategorie. Das ist wie, du bist wie getäuscht oder wie eine Art hypnotisiert, oder? Aber schon etwas anderes, als wenn ein Tumor verschwindet, zum Beispiel. Ja, aber also die Tumore, also die verschwinden, die verschwinden euch von sich selber. Also es gibt, das ist einfach euch wie das Immunsystem und wie der Körper funktioniert. Einige Personen müssen, also es gibt Krebsart XY, oder? Und da ist es einfach schlauer, wenn die meisten von diesen Personen die Chemotherapie kombiniert mit der Bestrahlung Y, nenne ich die jetzt, machen. Aber es gibt genau gleich auch Fälle, wo das Immunsystem nachher selber das wieder in den Griff bekommt. Joshi. Merci. ja, ich würde sehr gerne auf das reagieren. Ich verstehe das absolut so, du sagst, dass gewisse Menschen wollen glauben, was sie wollen glauben, darum sehen sie das nachher auch aus dem, was sie eh glauben. Das Gleiche kann man immer umgekehrt sagen, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Man kann sagen, ja, du willst auch nicht glauben, was du nicht willst glauben, darum siehst du das. Darum habe ich ja das gesagt, richtig, ich gebe ja das auch zu, es bräuchte sehr, sehr viel, dass mich so etwas überzeugt. Absolut. Oder? Darum habe ich mit offenen Karten gespielt, ja. Anders als Mentalisten. Absolut, ja genau. Nein, ich wollte nur sagen, ich bin dort auf der gleichen Seite, auf der gleichen Page wie du. Das verstehe ich auch, in der Philosophie nennen wir das übrigens Bootstrapping. Dass man wie im Nachhinein einen Grund sucht für etwas, was man eh schon hat wollen sagen und so im Nachhinein so Grund suchen. Aber ich habe das Gefühl... Machen wir Menschen die ganze Zeit, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt gesagt haben, dass es komplett ist, dass es eigentlich das missachtet, was ich vorhin gesagt habe. Auch dieses Beispiel, das du gesucht hast mit einem Tumor oder so. Weil ich habe nicht gesagt, ich habe dezidiert gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt, ich denke nicht, dass ich einen einzelnen Fall anschauen und sagen, wow, das war jetzt ein Wunder gewesen. So, wow, das hätte jetzt Gott müssen gewesen sein oder so. Sondern ich habe ganz einen anderen Zugang zu dem. Ich versuche,
ich versuche die Gesamtheit von dem Ganzen an, also ich versuche diesen unterschiedlichen Fällen nachzugehen und dann denke ich nicht, das ist jetzt ein Wunder, das ist jetzt auch ein Käse gewesen, das ist jetzt sicher von Gott gewesen, das hat er sich jetzt nur eingebildet. So einen Zugang habe ich nicht, sondern ich frage mich, macht das Sinn, dass ich davon ausgehe, dass etwas Höheres, dass etwas, das nicht durch die Natur verursacht ist, für das verantwortlich ist. So. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Fälle, die ich versuche zu suchen und zu kritisieren und so weiter, wenn ich die im Kollektiv anschaue, wenn ich alle die zusammennehme, dann zeichnet es mir ein Bild, das mir eben die supernaturalistische Perspektive wahnsinnig stark plausibilisiert. Das heisst, ich mache eine Analogie, ein Beispiel für das. Wenn ich jemanden gern habe oder so, oder wenn ich jetzt irgendwie denke, ja, meine Mutter hätte mich gern oder so, dann schaue ich nicht einzelne Handlungen an und denke, jetzt bei dieser Handlung hätte sie mich sicher gern gehabt, bei dieser Handlung hätte sie mich nicht gern gehabt. Ist das jetzt eine liebende Handlung gewesen und das jetzt vielleicht weniger oder so? Sondern ich schaue quasi das letzte Jahr an und denke, das ist die Summe von all den Handlungen, die ich von ihr gesehen habe. Und das im Schluss, im Gesamten, die Summe zeichnet mir das Bild von, die Frau hat mich gern, meine Mutter hat mich gern. Weißt du, was ich meine? So, ich schaue nicht. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, wenn jetzt jemand am Zweifeln ist und dann kann es sein, dass die Leute eben genau nach solchen Sachen suchen und nach dem einen finden. Ich verstehe es vielleicht auch ein bisschen als Kritik jetzt von dir, dass es schlecht ist, wenn man irgendwie etwas hat und sagt, hey, an dem hängt der Glaube daran, dass es etwas Übernatürliches gibt. Und wenn das zusammengeht, dann geht alles für mich zusammen, oder? Sondern dass man mehr die Summe anschaut, verstehe ich in dem Sinn schon. Aber ich glaube, es gibt halt Leute, glaube ich, die auf der Suche sind oder denken, hey, wenn ich so etwas Krasses mal erleben würde oder etwas, das ich mir einfach gar nicht erklären kann, das wäre das Göttliche, das ich suche. Oder für mich müsste so etwas geben, dass ich an Gott glauben könnte, sonst gibt es für mich keinen Sinn, sonst ist alles nur psychologisch. Ja, also du, ich höre immer, du suchst immer so etwas. Du suchst so, was ist das krasseste Erlebnis? Was ist das? Weißt du, ich glaube, das Leben funktioniert im Fall nicht so, sorry. Ich denke nicht. Okay, also Medien funktionieren nein, so. Nein, und hier sind wir. Oder ich funktioniere nicht, sorry, ich funktioniere wirklich nicht so. Ich denke nicht, das ist jetzt das. Und das wirft alles andere über den Kopf, das wirft alles andere dann irgendwie um. So funktioniere ich nicht. Ich nehme jetzt mal an, dass die meisten auch nicht so funktionieren. Ich versuche mir wirklich ein gesamtes Bild, also so gut ich kann, ich versuche mir irgendwie das holistische Bild anzuschauen. Ich versuche mir das Ganze anzuschauen und mir sagen, was zeichnet mir die Datenlage für ein Bild? Verstehst du, Mensch? Ich probiere auch ein bisschen einfach für das zu denken, wenn man eben wirklich nicht so weiss, was man so glauben soll. Also ich persönlich wäre jetzt auf der Suche nach Beispielen, nach Sachen, die ich sehen oder spüren kann. Und seine Aufforderung wäre, dass du nicht nur eins suchst, sondern dass du ganz viel suchen. Und bei dir, Beat, wie ist es eigentlich? Ich merke, in dieser Diskussion stehe ich nebendran, bin mega froh, dass du da hockst und ich glaube, du hast das viel mehr... Ich bin auch froh, dass du da bist. Und viel tiefer erforscht als ich. Ich merke, ich bin auf der anderen Seite zu Hause. Für mich macht es eben das, was ich vorhin gesagt habe, vom Zusammenleben her Sinn. Und ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt, und du gesagt hast, es ist eine Energieverschwendung, das Buch so lange zu studieren, das wir haben. Ich glaube, es ist eine kleine Herausforderung an uns, dass wir halt eine Kirchengeschichte haben, eine ganze Geschichte haben, wo schon ganz viele verschiedene Auslegungen passiert sind, wo eben alle sich darauf berufen. Und ich finde es darum gerade wichtig, dass man das erforscht. Und für mich ist halt der Gott, den ich daran glaube, ein Gott, der sich eben erforschen lassen will. Wo eben die mehreren Beweise, die man will, oder die mehreren Erlebnisse will. Und das ist vielleicht spannender, was du gesagt hast, wenn Jesus jetzt da herabkommen würde, würde ich das nicht glauben. Und ich glaube, das ist genau so ein das Thema bei Gott, wie suchen mich. Und die Bibel ist für mich Geschichte von Gott, die sich fortsetzt in der Kirchengeschichte, wo er schreibt, wo er da ist, wo ich kann anschauen und muss anschauen und muss genau anschauen und wo auch sehr eine Zeitgeschichte ist. Also ich glaube, das ist also das Thema, wir entwickeln uns weiter und gleichzeitig haben wir eine Geschichte von Gott und die aufs Heute übertragen, was sind denn so die Grundwerte drin, ist nicht ganz so einfach. Ein Punkt, den du gebracht hast, und das ist für mich, das ist mir das Herz aufgegangen, und du hast gesagt, mit dieser Gebetsstudie, dass man herausgefunden hat, egal wie fest man für jemanden betet, er wird gleich geheilt. Ich bin so dankbar, dass Gott Leute heilt, die niemand dafür betet, wenn ich es aus meiner Perspektive subjektiv beziehen würde. Weil, dass einfach irgendwo das können, dass
ich habe Gott nicht im Griff. Ich habe für Leute gebetet und sie sind nicht geheilt worden. Es ist genau das gleiche anders, wie du beschrieben hast, wenn ich würde sagen, es ist passiert. Ich habe ihn nicht im Griff und genau gleich, wie ich für Leute gebetet und sie werden nicht geheilt, glaube ich auch, Gott kann Leute heilen und sagen, hey, mal, da geht es weiter. Ich habe nicht alle Antworten in dem innen und ich stehe auch irgendwo da. Aber das ist so die... Okay, Yoshi. Ich glaube, der Valentin würde jetzt gerechtfertigterweise kritisieren und sagen, wenn du das so siehst, dann nimmst du ja von vornherein schon an, was du eh willst sehen, oder nicht? Hast du das gesagt? So, ich würde so sagen, wahrscheinlich würden wir einen Konsens hier im Publikum und auf der Bühne herstellen, wenn wir wirklich könnten beweisen, dass da Gott oder etwas Übernatürliches die Hände im Spiel hat, dann wäre es am Schluss auch nicht mehr gläubig. Also ich weiß auch nicht, ob ihr zwei oder ihr drei nachher zufrieden wären, wenn wir jetzt einfach beweisen könnten. Ich meine, dann wäre ich euch gezwungen zu glauben. Und jetzt gerade für euch, also die theologische Geschmacksrichtung, die ihr habt, basiert ja euch darauf, Ja zu sagen zu Jesus, weil man nicht einfach, es ist ein bedingungsloses Ja, es ist ein Erwachsenentäufer oder ein Kindstäufer, je nachdem, aber es ist ein Ja sagen zu etwas, was man nicht einfach genau weiss, jawohl, das ist jetzt 100% bewiesen. Das ist doch zwar so von einem Gläubigen, sonst wäre es ja nicht Gläubigen, sonst wäre es Wissen. Und wenn es Wissen wäre, dann müsste mich das ja auch überzeugen. Also ich weiß auch nicht, ob wir hier über etwas diskutieren, was gar nicht in dem ganzen Bilderrahmen, was man von Religion hat und von Glauben hat, von religiöser Überzeugung, dass man das überhaupt darf. Ist das überhaupt schlau, wenn jetzt als wer nachher kommt, wie die Templeton Foundation, und nachher will die beständig wissenschaftlich beweisen, dass das Gott ist, dass das Jesus ist, dass das Arche Noah war und so. Es nimmt doch dem ganzen System euch ein bisschen von dem, was Religion eigentlich ausmacht. Das ist nicht nur einfach eine rationale Entscheidung, sich überzeugen. Weil es heisst, nicht verstanden werden. Also darf ich da schnell ein bisschen einhaken? Das tönt so einfach also aus deiner Sicht. Ich würde eben auch zurückgeben, du glaubst auch daran, dass es keinen Gott gibt. Und es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass es keinen Gott gibt. Und das ist halt das, was dann so ein bisschen entgegenkommt. Meine Seite ist wissenschaftlich abgesichert, da gebe ich dir recht von der rein naturwissenschaftlichen Sicht her, aber alles, was man jetzt über Supernatural, wie haben wir es vorher gehabt, das Hyper oder wie auch immer, das Übernatürliche, wo im Spiel ist, wo auch in der Wissenschaft immer wieder Grenzen aufzeigt, wo immer wieder der Punkt reinkommt, wo ich immer muss sagen, das, was du hast, ist auch ein Glauben. Ein Glauben an keinen Gott. Ein Glauben an ein Weltbild, wo kein Gott drinnen vorkommt oder zumindest kein Personaler, wie du voran gesagt hast, wo einfach dann gewisse Sachen eben auch ausblendet, wo ich würde sagen, und das würde ich ein bisschen geben. Und ich liebe die Diskussion da, weil ich lerne etwas über mein Weltbild. Also ich finde es extrem bereichernd, immer wieder können austauschen. Eben das ist das, was ich glaube, ist aus meiner Sicht Gott erforschen. Immer wieder darüber nachdenken mit anderen Weltanschauungen, verschiedenen Religionen und so weiter. Und das auch bei mir einfließen lassen. Und das wäre für mich so der Punkt, ja, es bleibt mysterisch, aber für alle. Also ich habe sowohl den endgültigen Gottesbeweis nicht auf Lager, sonst müsste man gar nicht diskutieren da. Ich glaube, der wäre schon in der Zeitung gewesen, wenn der wirklich würde existieren. Und gleichzeitig habe ich auch keinen endgültigen Antibeweis, wo Gott widerlegt. Und das macht es für mich dann eben auch zu einem Glauben. Also die einleitende Frage war für mich, was hat mich überzogen? Ich persönlich finde es schwieriger zu glauben, dass alles im Zufall entsteht, als an einen Gott. Das ist für mich so ein Punkt. Auch wenn ich die wissenschaftlichen Sachen sehe, gibt es immer noch viele Fragezeichen, die ich habe. Ich würde jetzt mich nicht sagen, dass ich an die 7-Tage-Schöpfung glaube und so weiter. Da sehe ich ein paar wissenschaftliche Beweise, die gegen das sprechen. Aber den Zufall finde ich schwieriger zu glauben. Und darum macht es das schlussendlich für mich auch zu einem Glauben. Also wie ich es verstehe mit diesen Freidenkern oder Atheisten, die ich bisher geredet habe, und du kannst mich korrigieren, ist ja eigentlich der Beweis, also Gott kann man nicht entbeweisen oder beweisen, dass es keinen Gott gibt, aber dass es einfach das Fehlen von den Beweisen für Gott ist für sie der Beweis gegen Gott in dem Sinn.
weil sie den Beweis nur im Erklärbaren suchen. Und das ist ja genau das, wenn man von Übernatürlichem redet, dann ist das etwas, das eben so schwierig erklärbar ist, etwas, das sich immer wiederholt. Wenn ich einen Bleistift fallen lasse, der fällt immer wieder am Boden runter, dann kommt eine Regel führen und das macht es erklärbar für die Wissenschaft und so weiter. Wenn jetzt der Bleistift aber einmal davon fliegt, dann kann ich das nicht erklären, weil ich in dem Moment, es ist mega schwierig, denn das, also wenn der aber 100 Mal davon fliegt, dann kann ich wieder anfangen forschen und suchen und so weiter. Und das ist für mich so ein bisschen die Schwierigkeit, gibt es nur die physische Welt mit ihren physischen Gesetzen, wie wir sie wissenschaftlich können erklären können, oder gibt es halt noch mehr? Also das ist für mich der Punkt, wo man sagen, ja, das ist eine Glaubensfrage, aber auf beiden Seiten. Darf ich vielleicht, Valentin, die Frage, hast du in deinem Leben, hat es eine Phase gegeben, wo du bei dieser Frage eben Existenz Gottes oder Wirken Gottes nicht sicher bist oder in diesem Bereich agnostisch bist, hat es so eine Phase gegeben, wo du nicht hast recht gewusst, und wenn ja, wie bist du nachher aus dem rausgekommen, oder was ist es für dich gewesen, wo du hast müssen sagen, nein, also das hat es für mich eindeutig gezeigt, dass da ist nichts. Also einerseits bin ich auch noch heute Agnostiker und Atheist. Eins ist eine Glaubensfrage. Ich glaube nicht an Gott. Das macht mich zum Atheist. Ich bin aber grundsätzlich aus intellektueller Redlichkeit heraus, bin ich der Meinung, es ist nicht endgültig entscheidbar. Also ich kann nicht seine Nicht-Existenz beweisen, oder? Ich meine, es könnte einen Gott geben, der dermaßen so, der wäre zwar fast schon Lucifer, aber ein Gott, der sich extra verstecken tut und keinen einzigen Hinweis will geben, dass er existiert. Du kannst nicht beweisen, dass es nicht das gibt. Also in dem Sinn bin ich agnostisch und sage, einen ultimativen Beweis kann es nicht geben. Aber so, wenn ich mein Leben oder meine Energie eigentlich nicht damit aufwende, zu beweisen, dass es keine Feen gibt oder keine unsichtbare Einhörner, die hier vorhin da grasen tun, so bin ich nicht davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, zu viel darin zu investieren. Wann ich Energie investiere drin ist, wo Kirche kommt und mir will Regeln machen, oder wo Kirche zum Beispiel sagt, die beiden sind vom gleichen Geschlecht, die haben miteinander Sex, das geht nicht. Also da fängt es bei mir an, da werde ich nachher kämpferisch und da investiere ich Energie. Du hast mich gefragt, hat es das mal gegeben? Ja, aber in der Kindheit habe ich so eine Art naiven Gottesglauben mitbekommen. Da habe ich so ein bisschen geborgen gefühlt. Habe ich das Gefühl gehabt, bei ein, zwei Todesfällen war das irgendwie so hilfreich gewesen, dass man mir gesagt hat, ja, das ist jetzt da im Jenseits und du siehst das später. Und mittlerweile ist das einfach bei mir nicht mehr so. Oder ich akzeptiere das, dass der Mensch jetzt einfach weg ist, ausser in unseren Erinnerungen. Also, nein, jetzt habe ich das aktuell nicht mehr. Und es ist auch nicht ein Glaube im religiösen Sinn, was ich habe. Es ist eine Überzeugung. Ich bin überzeugt davon, dass das und das und das der Fall ist. Ich finde, dass es ein bisschen ein Wortspiel, also wenn man nachher kommt, ja, du glaubst an eBay oder so irgendetwas. Da bin ich immer vorsichtig, oder wenn es heisst, ja, Friede ist auch nur eine Religion, da müsste ich jetzt ausführen. Das ist nochmal ein anderes Thema von gegenseitiger Anschuldigung, was jetzt eine Religion ist und was nicht. Hier wäre es ja Luzern. Ich kann nur sagen, das mit dem Glauben und Überzeugung, für mich ist wichtig, dass ich es probiere, ein Weltbild zu pflegen, das mit der Realität möglichst gut in Einklang kommt. Und aber ich bin nicht davon überzeugt, dass jetzt aber so etwas Übernatürliches gibt. Um das abzuschließen, für mich ist auch schwer nachvollziehbar, was wäre denn das? Es kann ja genau gerade keine Substanz sein, es kann nichts Materielles sein, weil es muss ja immateriell sein, aber wie will denn das Immaterielle auf das Materielle einwirken? Da habe ich extrem viel Mühe. Ich sehe nachher auch ganz viele Hinweise, die sagen, dass das, was mich ausmacht, dass das auf meiner Hardware, was biologisch ist, also Protein und Wasser und so weiter, einfach auf meinem Hirn läuft ja die Software, was ich bin, also Valentin Abgutspun. Und wenn ich einen Hirnschlag habe, dann verändert sich die Persönlichkeit. Also ich habe einfach jeden Grund anzunehmen, dass ich aus diesen Interaktionen von Neuronen, die da oben sich verknüpfen und elektrische Impulse senden und so, ich habe einfach jeden Grund anzunehmen, dass das materiell erklärbar ist.
Ich kann nicht ausschließen, dass es da irgendwelche Phänomene gibt. Ich wäre aber sehr erstaunt, wenn das einfach mit Phänomen, sorry. Es gibt so, zum Beispiel, wenn du, jetzt sind wir aber im Wissenschaftlichen immer noch, wenn du gewisse Sachen bei der Quantenmechanik, Quantentheorie anschauen tust, Strings und so, da ist das dermaßen so abstrakt und dermaßen so, also das menschliche Hirn ist sehr schlecht geeignet, für Quantenmechanik zu verstehen. Es gibt einen Spruch von einem berühmten Quantenmechaniker, der gesagt hat, wenn du das Gefühl hast, du hättest Quantenmechanik verstanden, dann hast du ja nicht verstanden. Weil das, da musst du mit Mathematik dran gehen, da musst du schauen. Aber das Schöne an der Quantenmechanik ist, die mathematischen Modelle, die tun wieder, aber die entsprechen nachher dem, wo man das Gefühl hat, was kommt jetzt da uns aber bei diesen Quantenphänomenen. Ich hätte einfach, es gibt so Sachen, wo wir noch nicht genug weit sind, genau zu sehen, was ist jetzt da passiert, was ist da passiert. Vielleicht kommen wir auch nie an den Punkt. Aber ein Eingreif und die Hand zu sehen, wo irgendwie aber mit, nachher noch mit der biblischen Figur, die im Christentum propagiert wird, also das nachher eins zu eins zu übersetzen und zu sagen, die Tatsache, dass jetzt da ein Heiliger war, heisst Jesus, das sind 3, 4, 5 Schritte gegangen, was so riesige Schritte sind, die ich einfach nicht mitmachen kann und wo ich ab und zu sogar erstaunt bin, dass die Christen sich von dem Ländler haben. Also das sind so viele Fragezeichen und weil da irgendwelche Fragezeichen sind, komm und ein Teil von diesen Theologen komm und einfach, aha, da hat der Mediziner nicht genau, was das ist. Also, Halleluja, Jesus, Dings hat dich da gerettet, also stimmt genau, was da drin steht. Da mache ich einfach nicht mit. Da kann ich nicht mitgehen. Ja. Sorry, ich habe dich vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Du darfst ja jetzt du darfst reagieren. Okay, merci. Jan, darf ich? Ja, also wir haben jetzt mega viele unterschiedliche Sachen gehört. Wir haben von Dualismen geredet, von einhörnenden Dungen, die nicht existieren, von Quantenphysik, von Neurobiologie und so weiter. Ich würde gerne dort ansetzen, das, was du am Schluss hast gesagt hast. Und zwar, das geht vielleicht ein bisschen in den Kern vom Ganzen. Und zwar hast du gesagt, du kaufst es nicht ab. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, du kaufst es nicht ab, eben wenn du jetzt irgendwie siehst, dass irgendwie jemand gesund ist worden und so und der Arzt hat keine Erklärung für das oder es ist naturwissenschaftlich, keine Erklärung für das und das jetzt wegen dieser mangelnden Erklärung, dass es Gott soll sein, das kaufst du nicht ab. Oder das ist das, was du sagst? Das wäre schon mal recht konkret. Habe ich das, oder? Also ich finde noch, der Schritt, selbst wenn es etwas Unerklärtes gäbe, finde ich nachher, der Schritt wird zu wenig bewusst gemacht, oder? Wenn du als Christ darauf schaust, hast du unter Umständen die Tendenz, da drin Christ zu sehen, oder Jahwe oder Jehova. Wenn aber ein Hindu schaut, dann müsste ja das Vishnu sein. Wenn, ich habe ja auch eine Religion, das fliegende Spaghetti-Monster, dann könnte ich kommen und sagen, das fliegende Spaghetti-Monster hat das gemacht. Also wir müssen uns bewusst sein, dass man auch vielleicht eine religiöse Brille hat, darauf zu schauen. Was ich will bewusst machen ist, dass der Schritt, wenn ihr der wollt machen, da ist etwas nicht erklärbar, dann ist das für mich einfach nur ein Fragezeichen. Und ich finde es interessant, dass es für einige Christen, da ist ein Fragezeichen, also Gott. Verstehst du? Ich sage genau nicht, dass das jeder so macht, aber es machen eine Hüfe naivere Christen, ich sage es jetzt einfach mal polemisch, machen das so und sind sich zu wenig bewusst, dass ja ein anderer könnte sagen, ja, das ist ein Fragezeichen, also einfach ein anderer Gott. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, wie der Mensch. Und ich denke, also ich kann nicht für andere Menschen reden, ich kann einfach allein für mich reden. Und ich denke, das ist genau das, was eigentlich, wo ich möchte, davon hinweg zeigen. Also das ist nicht ein Schritt, den ich sehe, den ich machen möchte, oder auch nicht das, für das, was ich argumentieren will, eigentlich. Sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Nicht, dass man einzelne Sachen anschaut und einen einzelnen Fall, den du jetzt immer hast gesucht. Nein, sorry. So, das ist jetzt das Krasse. Also es sind natürlich plakative Beispiele, ja, sind halt attraktiv. Ich will dich noch ein bisschen es ist nicht so, dass ich einzelne unerklärliche Phänomene will suchen und dann sage, das muss jetzt Gott gewesen sein. Sondern dass ich im Kontext innen die unterschiedlichen Sachen anschauen und sehen, ist jetzt das plausibel, wenn man das Ganze im Kollektiv anschaut, was ist jetzt die beste Erklärung für das? Also, einer hat mal ein relativ, ich weiß leider nicht auswendig, wer es gesagt hat, aber ich habe mal ein wahnsinnig spannendes Zitat gelesen, das geht so: Alles, was ich weiss,
ist, dass wenn ich aufhören bete, dass nachher die Zufälle aufhören passieren. Weil offensichtlich dem Autor immer wieder ist angekreidet worden, ja, das ist doch nur ein Zufall, das, was du jetzt aus Wunder Gottes oder so willst deklarieren. Und das habe ich noch ein cooles Zitat gefunden, weil das geht eigentlich ein bisschen in die Richtung, was ich sagen will. Also, wenn ich aufhören bete, dann hören die Zufälle auf passieren. Also, es ist nicht im Konkreten, sondern vielmehr, die Sachen, die ich sehe, die sind immer in einem bestimmten Kontext. Es sind Menschen, die für etwas beten und so weiter. Ich versuche, den Kontext zu beherzigen und am Schluss zu schauen, was ist der plausible Schluss aus dem Ganzen. Also, wie ich das Ganze jetzt verstehe, wie von dem, was du vorhin gesagt hast, Valentin, du kritisierst, dass man das Unerklärliche anschaut und dann einfach sagt, ah, das muss Gott sein. Und ich habe auch ein bisschen rausgespürt, dass eben dir doch ein bisschen auf die Summe herweisen, wenn's etwas in einer Summe daherkommt und der für euch hat etwas Plausibles gefunden, wie hey, das kann für mich in der Summe, das muss für mich in der Summe Gott sein, ganz grob gesagt, dass es dann etwas anderes ist, als wenn du, dann kann man wie ein bisschen mehr verstehen, dass man nachher es wie zulässt, die Interpretation selber zu haben. Das war jetzt wahrscheinlich Gott, weil es ist wie eine Erfahrung auf längere Zeit, die sich in diese Richtung für euch herauskristallisiert hat, oder? Es ist wie das gesamte Bild oder die gesamte Datenlage, die irgendwie auf etwas hinweist. Vielleicht kann ich dort noch auf deine vorherige Frage darauf zurückgehen, was du hast gesagt, oder du mich gefragt, ja, was ist denn so etwas, was jetzt für dich eben extrem überzeugend ist, oder so, Also, okay. Musst du dich noch erinnern? Ja. Okay. Das habe ich nicht vergessen. Vielleicht kann ich noch auf das eingehen, weil ich habe das Gefühl, da gibt es einen schönen Zusammenhang. Und zwar, man hört immer wieder mal von dieser teleologischen Idee für die Existenz Gottes. Teleologie bedeutet Sinn und Zweckmäßigkeit. So. Die Leute haben vielleicht schon von dem gehört, der teleologische Gottesbeweis. Und so. Ich will jetzt gar nicht zu fest auf das eingehen, aber ich finde die Idee, dass die Welt komplex ist und eine Sinn- und Zweckmäßigkeit in dem Ganzen innen besteht, finde ich einen sehr, sehr attraktiven Gedanken. Und ich kann mich erinnern, da kann ich eine Anekdote drin bringen. Ich kann mich erinnern, als ich vor einer Prüfung bei Heiklofon hatte, da ist es um molekulare Entwicklungen oder Mechanismen von Krebsentstehung gegangen. Und das ist einfach so unglaublich, was es alles für krasse, wirklich so molekulare Mechanismen gibt, die in dieser Zelle ablaufen. Das muss alles so wie ein Zahnrädchen funktionieren miteinander. Das ist so beeindruckend. Die Videos habe ich auch gesehen. Also, die Videos? Also, ich meine, es gibt also die Videos, wo du die Abläufe siehst, oder sie die Animationen machen. Ja. Von denen, zum Beispiel wie die Maschinen, die noch Fehler auskorrigieren und all das verrückte Zeug. Du meinst jetzt auch so DNA-Reparaturmechanismen. Aber ich will euch nur mal eine Anekdote bringen. Also allgemein, was ihr jetzt auch abgeht. Ja, es ist unglaublich. Ja. Ich will jetzt nur mal eine Anekdote bringen. Und zwar, ich bin von dieser Prüfung heimgelaufen und ich war richtig, richtig überwältigend gewesen. Ich dachte, ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie einer irgendwie so eine schöne Mona Lisa anschaut und denkt, logisch, das muss eine intelligente Hand dahinter haben. Und wie jemand nachher in so eine Zelle hineinschaut und die noch viel schöneren, noch viel krasseren, noch viel komplexeren Mechanismen anschaut und er denkt, irgendwie sehe ich das Ding, oder irgendwie möchte ich mir das lieber ohne eine intelligente Hand erklären. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das ist für mich absolut, je mehr ich dort hineinschaue, wird es wie kontraintuitiver. Ich habe dann daheim mit meinem Nachbar geredet, der schafft schon seit Jahren in der Molekularbiologie. Und ich habe ihn gefragt, wie er das empfindet in seiner Arbeit. Und er hat gesagt, er ist absolut geflasht von dem Ganzen. Das ist so, das tut bei ihm so eine, auf Englisch sagen wir, ein Awe of Nature. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch soll sagen. So, ja, so eine Überwältigung von dieser Natur, wie krass und wie schön und wie komplex das Ganze ist. Das zeichnet einfach ein abartiges Bild. Ein abartiges Bild von einer intelligenten Hand dahinter. Beeindruckt dich das, Valentin? Nein, gar nicht. Tatsächlich nicht. Also der Kreationismus ist ja, was ist das, Nightshifts Nummer 2 gewesen? Ich habe noch nicht das Ganze angeschaut, aber also das ist halt. Muss jetzt nicht unbedingt, ich glaube, wenn ich es verstehe, muss es nicht unbedingt kreationistisch. Also ich sehe mich nicht. Aber ein Hunter in der Intelligence, es schmeckt schon ein bisschen nach mindestens Intelligent Design. Das ist es, ja, richtig. Und
da muss ich schon sagen, also die Timescale, also der Zeitrahmen, den die Evolution gebraucht hat, also die Evolution ist ja nicht etwas, was man personifizieren soll, sondern das läuft einfach ab, also nach dem Modell, nach der Theorie oder nach der Evolutionslehre, das ist für mich, da brauche ich nicht irgendeinen Punkt, der reinkommt. Du hast jetzt aber das als Anekdote so gehabt. Ein guter Kollege, den ich kenne, ist uns, ich weiß gar nicht mehr, ob es evangelikalisch war, einfach freikirchlich auf jeden Fall, ist aus einer Familie gekommen, die das klar hatte, Kreationismus, Schrägstrich, Intelligent Design. Ist aber ins Gleiche, sorry. Ja, aber ich weiß, ja, es geht der Teil uns nur um die Etikettlinie. Aber Intelligent Design, sage ich jetzt halt mal. Und der ist so davon überzogen gewesen, dass das stimmt, Intelligent Design, dass er angefangen hat, Biologie zu studieren an der Universität nach der Matura und hat gesagt, ich will jetzt endlich mal das beweisen, dass wir Recht haben, dass da an Gott, oder es muss nicht gerade Jesus gewesen sein, aber dass dann Gott die Hand drehen kann. Der hat ein paar Semester studiert, nachher was ist passiert, der hat durchgesehen, der ist sich überzeugt davon, mittlerweile weiss der, wie das funktioniert, das ist nicht so einfach, wie das funktioniert, aber er weiss, wie das funktioniert, der ist Friedeiger, der ist Atheist geworden, er ist effektiver Altruist jetzt, war einfach ich muss sagen, das ist jetzt so meine Gego-Geschichte oder so die Anekdote. Also du hast mich gefragt, überzeugt mich das oder beeindruckt mich das? Nicht die Bohne, muss ich wirklich sagen. Also wenn man hier so, aber auf der einen Seite natürlich, ja, aber das schöne Katze und hier und der Sonnenaufgang und so, und wenn man da drin will Gott sehen, dann soll man Gott anrechnen, dass es Bandwürmer, also Würmer gibt, die in den Augen rum sind, Bandwürmer, die Mücken, die CC-Fliegen, die Malaria übertreibt und so. Also das Gesamtbild, erstens einmal, Natur ist nicht einfach nur schön, und zweitens, selbst die Mechanismen, die der Bihi oder andere haben gesagt, die nicht reduzierbare Komplexität haben postuliert, sind bewiesen worden, dass das falsch ist, dass das nicht irreducible complexity ist. Also da muss ich jetzt einfach sagen, immer wenn ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, nein, das ist jetzt wieder falsch. Also intelligent design ist einfach ein motivated reasoning. Ich nenne es vielfach auch motivated unreasoning. Also es ist ein motiviertes Nachdenken und aber nicht nur Nachdenken, sondern aber der, meiner Meinung nach, motiviertes Nichtdenken. Und so, wenn ich immer wieder enttäuscht bin, wenn mir das Werwil verkaufen und sagen, ja, jetzt Medjugorje, wieder ein neues Wunder und hier, und nachher schaue ich drauf, und dann ist das so eine flache Sache, wo nichts dahinter ist, so reagiere ich immer wieder, wenn es wer mit etwas Neuem kommt und sagt, aha, aber hier, der kleine Molekularmechanismus im Dings, dann muss ich mich auch einlesen. Also für mich ist das auch nicht ganz einfach, nachher, ich bin kein Molekularbiologe, da kann ich euch nachher nur drauf, also ich kann probieren, es nachzuvollziehen, aber immer wieder kommt man drauf, nein, das hat einen anderen Grund, und wenn man es jetzt gerade nicht weiss, wie das funktioniert hat, dann ist das einfach, weil man noch nicht genau dahinter sieht. Also ist echt das Gleiche wie bei der Wunder. Darf ich da Sinn mal schnell einhängen, wie du das so sagst? Es tönt so, als wäre unsere Seite jetzt nur motiviert und euch absolut objektiv. Ich würde jetzt zurückgehen, also eure Seite ist genauso motiviert, etwas so wollen zu sehen, dass es keinen Gott gibt, und geht auch mit dieser Brille nachher in etwas rein. Also wenn wir von einer Evolutionstheorie reden, dann reden wir von einer Theorie und nicht von einer in allem innen ganz genau und so ist es gewesen. Also woher das Leben aus Materie leben wird und so weiter, sind doch auch noch in dieser ganzen Kette drin, die lang ist, viele Punkte offen, wo ich jetzt nicht mehr sagen, ja, genau so ist es. Und da kommt dann nachher genau der Punkt drin rein. Was will ich jetzt sehen? Ja, ich bin motiviert in dem Sinne. Ich versuche mich so gut, wie es geht, in eine Subjektivität hineinzubegeben, auch wenn ich theologisch forsche und so weiter. Aber ganz klar, meine Brille bringe ich nie ganz oben runter. Wird manchmal auf den Kopf gestellt durch gewisse Sachen, aber ganz weg bringe ich sie nie. Also es sind wie beide Seiten, die ja eigentlich mit etwas drin gehen. Und nachher könnte man ja das Voneinander lernen, ist für mich dann eben wieder spannend. Also wenn du mir sagst, der Glaube, der dann eben kein Placebo ist, sondern, wie hast du gesagt, ein Nocebo. Und sage, ich bin noch so dankbar, dass das aufgedeckt werden kann, dass so Menschen, oder so erlebt werden, der Druck kann weggenommen werden. Und wo wir Christen uns auch ganz kritisch müssen hinterfragen lassen, wie gehen wir mit Gebet um, wo ist es zu viel Druck, wo ist es nicht mehr absolut. Und das ist für mich eine wichtige Aussenansicht, die drin hineinkommt. Aber es ist für mich nicht so, dass ich würde sagen, jetzt hocken wir auf der objektiven Seite und das ist die subjektive, sondern es sind beide Seiten, wenn etwas sehen.
wo sie haben. Und das streite ich nicht ab bei mir, dass es irgendwo, dass ich eine Brille auf habe. Also. Habt ihr noch Energie für ein letztes Thema? Ich hätte darum noch so ein bisschen etwas Neues, was ich reinbringen möchte. Und zwar ein leichtes Thema: Tod und Leben. Ja, ich habe so ein bisschen eine Frage mal so gestellt, ganz ehrlich. Dir jetzt, Beat, Joshi, freut ihr euch auf das ewige Leben? Und du, Valentin, auf den Tod? Also bei dir ist es ja interessant, weil du machst ja auch humanistische Rituale, die du durchführst. Also so wie nicht religiöse Begräbnisse und Hochzeiten und sonstige Rituale, die sonst eben von der Kirche aus kommen, tust du auf eine humanistische Art, wie sie ja bezeichnet wird, durchführen. Ja, darum tust du ja mit dem Thema in dem Sinne auseinandersetzen, obwohl du hoffentlich noch nicht kurz vor dem Tod bist. Und darum, ja, ich frage jetzt, weil ich finde so ein bisschen beide, ehrlich gesagt, beide Vorstellungen, für mich einerseits das ewige Leben, was für mich so wie eine Unkontrolle, also einen total Kontrollverlust irgendwie hat, und andererseits auch der Tod, dann kann man dann sowieso auch nicht mehr steuern, oder? Ist für mich beides ein bisschen ungeheuer, muss ich sagen. Darum freut ihr euch auf das, was ihr daran glaubt? Oder könnt ihr das wirklich jetzt ganz ehrlich gut hernehmen? Wer ist der? Ihr dürft. der zuerst ist zuerst. Okay, ich sage vielleicht, bei mir ist es auch die einfachste Antwort, weil es ist, ich bin noch unter 30 und ich merke bei mir, es ist noch nicht ein mega grosses Thema. Bei meinen Grosseltern, die haben sich sehr viele Gedanken gemacht über das Leben nach dem Tod. Ich mache mir auch Gedanken darüber, aber ich habe das Gefühl, vielleicht werde ich mir in Zukunft noch mehr Gedanken machen als jetzt. Das, was ich jetzt allerdings denke, ist, ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass wir uns der Begrenztheit und oder eben der Kontingenz, wie man so schön sagt, vom eigenen Leben bewusst ist, weil es sehr viel mit der Frage von Sinnhaftigkeit vom eigenen Leben zu tun hat. Aber wenn du mich fragst, freust du dich auf das Leben? Wenn du mich fragst, freust du dich auf das Leben nach dem Tod, dann denke ich, wahrscheinlich in Zukunft schon, jetzt momentan ist es noch nicht ein Riesenthema. Gut, okay, das ist ganz ehrlich, super. Merci. Beat? Ich freue mich wahnsinnig auf das, was wir kommen. Bist du schon über 30? Ich bin 31. Ich habe mich aber mehr, sage jetzt mal, halt vom Studium her und so, ein bisschen müssen mit dem befassen, was der kommt und was nicht. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was wird kommen. Weil einfach, wenn ich, da nehme ich meinen Glauben und vielleicht ist dann da wieder auch die Krücke. Ich glaube nicht, dass ich im Endgültigen erfasst habe, was genau wie es wird sein. Gewisse Sachen, bin ich auch ehrlich, räume ich mir ein, ich will es einfach so glauben. Ich glaube, es geht weiter. Ich glaube auch, es wird besser als da. Da bin ich auch überzogen. Wie genau und was, das ist immer so schwierig. Und darum habe ich für mich auch, sag jetzt mal, wirklich eine sehr menschliche Vorstellung entwickelt und nicht jetzt irgendein Geistwesen, wo ich mich dann auflöse und weiterschwebe und so weiter. Aber du glaubst, dass es ewig weitergeht? Der ewige Gedanke, der ist schwer fassbar, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es wird sicher noch eine Weile weitergehen. Und das ewig bin ich auf deiner Linie. Das ist für mich auch noch so ein bisschen das Ungeheuren in dem Innen, weil ewig eben saumässig lang ist, wenn ich es so nehme. Aber ich glaube, es geht weiter und ich glaube, es geht lang weiter. Und ich glaube, es wird eine gute Zeit werden. Aber für mich ist es nicht eine Motivation, um das Leben völlig vernachlässigen. Das wollte ich auch noch ganz klar, sondern ich lebe da und ich glaube auch von meinem Glauben her habe ich einen Auftrag, das Leben da von mir und für andere Leute so zu gestalten, dass da schon ein sehr gutes Leben möglich ist. Ich frage vielleicht so ein bisschen, weil wir reden ja häufig auch ist es so wie, oh ja, es wird mal so cool sein und es ist, wir werden ewig bei Gott sein und so weiter. Als ich klein war, also als Kind, sagen wir mal 10, 11, dann war das für mich die schrecklichste Vorstellung. Also das waren meine einzigen Panikattacken, die ich hatte, als Kind. Mir zu vorstellen, dass ich nachher ewig im Himmel muss sein. Oder in der Hölle, noch schlimmer, oder? Ich meine, ist wie beides zur Hölle geworden. Darum denke ich mir, hat
hat vielleicht jemand anders so noch ein bisschen weiter dort, denkt, du das Gleiche erlebt wie ich? Ja, also eben das, was du sagst, also, wenn ich sage, mit dieser Ewigkeit, ist schon etwas Ungreifbares, Unfassbares, wo wir haben, wo auf dieser Seite Angst macht. Für mich ist mehr die Vorstellung in all dem, ich sehe eine Welt, das habe ich am Anfang gesagt, wo sehr starke Ungerechtigkeit drin liegt. Ich sehe Menschen, die unterdrückt werden, die kaputt gemacht werden und so weiter. Und die Hoffnung, die christliche Hoffnung, dass diesen Menschen dann eben besser geben darf, dass es einen Ort geben darf, wo keine Trauer mehr in dem Sinn ist, wo kein Schmerz mehr ist, wo viele Sachen weggehen, ist für mich eine Hoffnung, ganz klar, und steht für mich stärker im Vordergrund, als wie lange denn das genau wird gehen. Also so wie auch irgendwo das Stück, habe ich gesagt, ich glaube an einen gerechten Gott, und irgendwo auch das Stück von dieser Ungerechtigkeit, die ich da auch sehe, dort aufgehoben sind. Okay. Valentin, hast du den Frieden darüber, dass es wahrscheinlich einfach einmal fertig ist? Ja, und also ewiges Leben wäre mir sowieso zu lang, da mache ich nicht mit. Würde mir wahrscheinlich auch langweilig werden, ausser es wäre wirklich etwas, was total nicht mit mir zu tun hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was hier drin vorgeht, was einfach wirklich auch mit meinen Sinn und mit meinen Bedürfnissen zu tun hat, ich habe einfach keinen Begriff von Seele. Also wenn ich meinen Körper abziehe und meine Psyche und was in meinem Hirn abläuft, dann bleibt für mich nichts mehr. Also es gibt nicht Valentin minus Körperlichkeit gleich Seele. Das, also Valentin minus Körperlichkeit ist bei mir nachher eine schöne runde Zahl, und zwar 0. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das nachher nichts mehr ist. Also ich werde, wenn ich tot bin, werde ich nachher im gleichen Zustand wieder sein, wenn ich war, bevor ich gezeugt worden bin. Und das ist nicht negativ, das ist nicht positiv, ich werde nichts mehr erfahren. Und darum, also das hiesige Leben, was wir haben, das ist ein Glücksfall, oder? Dass ich in der Kombination von der DNA, von diesen Molekülen, die da abläuft. Und, eigentlich kann ich auch so sagen, wenn ich morgen einfach nicht erwache, oder, dann würde ich morgen einfach nicht erwachen. Also im Prinzip. Also wie du es verstehst, hast du den Frieden sozusagen über dem? Ich kann mit dem recht gut leben, aber ich bin darum jetzt nicht in dem Sinn, ich sehe mich jetzt nicht daran, dass mein Leben gerade schnell mal zum Ende kommt, weil ich eigentlich grundsätzlich noch Spass habe, eine Tochter und so und eine Frau und dieses und jenes, das ist eigentlich ganz, ganz gut hier, und man kann ja noch etwas bewirken in der Welt hier, oder? Also ich habe schon den Impetus, wie du es auch sagst, du bist jetzt auch nicht einer, der nur auf die Jenseits schaut, sondern der sagt, das hier ist auch wichtig, oder? Und für mich ist das halt noch wichtiger, weil ich sage, das ist das einzige Leben, das wir haben. Und ich sehe einfach auch keinen guten Grund, das anders stattzunehmen. Also ich wäre sehr, sehr erstaunt, also wenn ja, ich danach... Also ja, es ist eigentlich nicht die Frage, was du glaubst, hätte. Sondern was, ich wie du dich fühlst dabei. Ja. Okay. Und du hast eben auch die Rituale angesprochen, die ich euch anbiete, also eben Abschiedsfeiern. Da probiere ich euch einfach keinen falschen Trost zu geben, was ich als falschen Trost empfinde. Oder die meisten, die bei mir die Dienstleistung suchen, zum Beispiel auch eine Hochzeit, die man aber nicht mehr kirchlich hat, sondern religiös, das ist für eine Häufer stimmt ja das nicht mehr, die Trauung zu machen mit einem religiösen Beigeschmack. So ist es auch bei einer Häufer Abschiedsfeiern, dass die nicht unbedingt wollen, dass nachher ein Wehrwatz Leben eigentlich ohne Gott gehabt hat, dass nachher ein Pfarrer kommt und so tut, als ob jetzt der da ein grosser Christ wäre gewesen und ja, und jetzt ist er da am Jenseits und so. Ich probiere das würdevoll zu machen und dem euch einen Wert zu geben oder dem Leben Wert zu geben und zu sagen, der Mensch, der ist nicht total weg, der ist immer noch für uns da, in unseren Erinnerungen, der hat Spuren hinterlassen, der hat vielleicht auch Kunst hinterlassen, der hat eine Familie hinterlassen und Nachkommen meistens. Also er ist nicht total weg, aber die, wenn ich so formuliere, die Krücke, dass ich da würde behaupten, seine Seele ist jetzt als was anders und ihr werdet mit der Seele wieder vereint sein, das mache ich in dem Sinn nicht mit. Also das probiere ich nicht irgendwas wie, der Trost probiere ich nicht zu vermitteln. Und das ist euch, das ist ja dann die Dienstleistung, die ich anbiete für die Leute, die der Trost eigentlich auch nicht zukommt, oder? Und das stimmt ja für beide Seiten. Ich weiß nicht, ob das für auch so nachvollziehbar ist. Es stimmt für die meisten Leute einfach so. Und ich bin zufrieden so. Und okay. Die meisten anderen Leute, die das so suchen, und eben euch. Und darum kommen wir aneinander euch gut vorbei, oder? Jeder kann so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Ja, ja, mit beiden Vorstellungen ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ja, wenn du den Frieden über dem hast. Gut, jetzt sind wir eigentlich mit den
Thema durch. Einerseits habe ich gedacht, wegen der Fragen. Einerseits haben wir ja Publikumsfragen. Auf der anderen Seite hätte ich euch auch noch die Chance gegeben, dass ihr, wenn euch eine Frage wirklich sehr Wunder nimmt, ich nehme jetzt mal an, dass da haben wir eine Seite, die andere Seite mehr oder weniger rechts und links von mir, dass ihr euch auch noch gegenseitige Fragen stellen könnt, die vielleicht von der, sage jetzt mal, Gegenseite, ob das jetzt christlich, nicht christlich oder non-theistisch, atheistisch, wo für euch einfach noch nie so richtig befriedigend beantwortet worden ist. Höheren Anspruch an Antwort. Also wo ihr euch vielleicht mal schon länger habt aufgeregt, dass da einfach keine befriedigende Antwort drauf kommt. Ihr seid bedient. In dem Fall. Okay, es tut mir leid. in dem Fall nicht. Dann gehen wir doch zum Publikum. Aber ich habe gesehen, im Internet ist nichts gekommen. Dani, ist das... Okay, gut. Also in dem Fall kommen wir direkt zu euch. Könnt ihr vielleicht sagen, ob ihr das an eine bestimmte Person hier gerade weiterrichten wollt? Und einfach möglichst eine Frage stellen, kurz und knackig. Hat es jemand, der etwas hat? Jetzt ist ja das Thema recht offen. Ja, cool. Hier haben wir etwas. Also, ich weiss nicht genau, wer die Frage richtet, aber ich habe also das Gefühl, wir haben so ein bisschen recht lange darüber diskutiert, was Wunder sind und so. Und wenn man es erklären kann, hat es so für mich getönt, dann ist es nicht Gott. Und meine Frage ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, schließt dann, dass wir es erklären können, aus, dass er etwas damit zu tun hat? Ich sage nicht mehr. Das war jetzt auch offen gewesen, also es kann der, der zuerst ist. Also da bin ich zuerst. Merci vielmals für deine Frage. Ich denke, das schließt definitiv nicht aus. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ist für mich nicht die Idee, dass ich eine Lücke suche, die ich mit Gott versuchen zu erklären. Sondern, dass ich wie das gesamte Bild versuche anzuschauen. Oder dass du hast jetzt irgendwie von einem gewissen Erlebnis geredet oder so. Oder stell mir jetzt das jetzt so vor, dass es vielleicht ein gewisses Erlebnis gibt. Gut, stimmt, du hast gar nicht von dem geredet. Aber ich stelle mir so vor, dass es vielleicht ein gewisses Erlebnis gibt oder so, wo man sich vielleicht sehr gut erklären kann. Oder schon, vielleicht sind die normalen Prozesse, von wie man sich besser fühlt, von gewissen Heilungsmechanismen und so, sind bekannt. Und trotzdem ist es für eine Person sehr erstaunlich, wenn das ein paar Mal passiert im Kontext von einem Gebet oder so. Und da geht es mir nicht darum, man kann jetzt das erklären oder man kann es nicht erklären oder irgendwie haben wir dort irgendwie, das ist jetzt, wäre jetzt der geeignete Kandidat für einen Placebo, das wäre jetzt kein geeigneter Kandidat für einen Placebo, sondern ich habe nicht den Approach, aber dass ich quasi einzelne Erklärlichkeiten oder Unerklärlichkeiten gehe suchen, sondern die Sachen, die ich eher faszinierend finde, auf mich lassen wirken, aus Gesamtbild. Und darum denke ich auch, schließt es auch nicht aus, wenn man gewisse Erklärungen hat. Und darum habe ich auch die Teleologie reingebracht, wo ich denke, die gesamte Natur wirkt für mich wahnsinnig faszinierend. Und das sind für mich evolutionäre Mechanismen, die wir kennen, nicht mega ein starkes Gegenargument für genau die Idee, sondern eher im Gegenteil. Sondern ich bin recht fasziniert, dass wir die Mechanismen haben, wie wir sie haben und dass es das so überhaupt gibt. Und dass das einfach quasi with no reason at all einfach so geben, das ist für mich absolut eine irrsinnige Idee. Ich erkläre das deine Frage. Wenn ich noch anfangen kann, nein, es schließt natürlich nicht aus. Also, wenn man alles erkennt, erklären, schließt es trotzdem nicht aus, dass es wer angestoßen hat am Anfang irgendeinen Prozess, oder? Das ist einfach nicht. Also es ist nicht beweisbar, dass das nicht der Fall ist. Das ist grundsätzlich eine philosophische, es wäre unredlich zu sagen, dass es beweisbar, dass es nicht so ist.
Ich stelle mir aber die Frage, was ist da damit gewonnen, wenn man quasi die Natur, also die, wenn man annimmt, die Natur läuft so ab, also jetzt tatsächlich materialistisch, und nachher würde man sagen, es gibt nicht so noch einen personalen Gott, der eingreift, und nachher hat man die Natur als Gott, also Pantheismus, also quasi alles ist Gott, dann habe ich einfach eine Verständnisfrage, was soll denn noch Christentum? Oder dann haben wir etwas anderes als Christentum. Also die meisten Geschmacksrichtungen von Christentum haben tatsächlich eine Art personalen Gott. Drei Ausprägungen meistens, also ein Sohn, ein Heiliger Geist und ein Gottvater meistens. Und da habe ich dann einfach immer wieder, ich finde es interessant, diesen Sachen nachzugehen und zu sagen, wir können dem schon Gott sagen, oder? Irgendwie, dass das abläuft. Oder das ist ja ein immens spannender Prozess, was da abläuft. Biochemisch, was da an Auslesen formuliert ist. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, der Schritt, da zu sagen, oh, das ist jetzt spannend und das sind Fragezeichen, von dem Schritt sind für mich 4-5 Mal extrem hohe Sprünge, für nachher zu sagen, aha, das ist jetzt für mich ein guter Grund, an das Christentum zu glauben, wie das in den 4 Evangelien und in anderen neutestamentarischen Schriften dargelegt ist. Also der Weg, der da gemacht wird, der Sprung, bewusst zu machen, dass man nicht einfach hier sagen kann, da weiß ich noch nicht genau was, und nachher das als Grund da oben zu tun, das bewusst zu machen, dass das ein riesiger Weg ist, das ist für mich wichtig. Und ich habe, also nochmal, ich habe kein Problem damit, wenn es wer kommt und sagt, das ist jetzt, für mich ist jetzt halt Natur etwas Schönes. Und wenn man dem halt will Gott sagen, ist das in Ordnung. Aber es ist dann halt nicht das, was im Neuen Testament steht. Das ist für mich, das sind für mich total zwei unterschiedliche Welten. Es schließt, also wenn man der Ablauf von dem physikalisch schon da sieht, schließt sich für mich ein bisschen aus, einfach aus diesen Tatsachen, anzunehmen, dass es einen Jesus gegeben hat und der die Erbsünde aufgehoben hat und so weiter. Also das ist für mich, das sind zwei total unterschiedliche Universen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Für mich ist das einfach immer wieder wichtig, das bewusst zu machen. Wir haben Fragen in der Wissenschaft, wir haben nicht alles erklärt, aber einfach zu sagen, weil da Fragezeichen sind, Dings, das ist mir jetzt einfach. Und ich will euch nicht unterstellen, dass es hier eine nennenswerte Population gibt von Leuten, die das so einfach sehen, oder? Ja. Hast du noch etwas so anfühlt, oder wie? Aber wenn das ja wie zwei verschiedene Sachen sind, wie kann man jetzt das als Erklärung denn, also wieso sucht man dort überhaupt Erklärung, wenn man es normal kann, oder würdest du das gar nicht als den Hauptgrund sagen, in dem Fall, dass du nicht an Gott glaubst, dass man das Zeug kann erklären? Ich habe wie so ein Gefühl gehabt, das wird jetzt als Grund angegeben, wieso dass man nicht an einen Gott glauben sollte, aber ich verstehe es, du meinst, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Also ich glaube einfach nicht an Gott, weil ich keine guten Gründe habe, an Gott zu glauben. Ich suche nicht Gründe, nicht an Gott zu glauben. Es ist nicht ein aktiver Nicht-Glauben. Also in dem Sinn, ich eigentlich es gibt auch den Begriff Apatheist, also das heißt quasi, das apathisch oder interessiert mich gar nicht. Es gibt auch Ignostizismus, also ich ignoriere die Frage überhaupt. Im idealen Fall muss ich sagen, das ist eigentlich eine Frage, die für mich nicht relevant ist. Ich weiß nicht, ob du das kannst verstehen. Ich habe es aber vorher angedeutet, da war der Religion mit Politik ins Rennen steigt und nachher Hechten von der EDU und von der EVP gewisse unappetitliche Sachen sagen und über gleichgeschlechtliche Partnerschaften, da muss ich dann sagen, so, stopp, jetzt kämpfe ich gegen die Art von Auffassung von Religion. Und zurückzukommen auf das, ich suche doch nicht aktiv irgendwelche Gründe, nicht an einen Gott zu glauben. Einfach, ich habe so die Grundinstellung, also die Default Position ist, wenn du willst, dass ich an das glaube, gib mir einen guten Grund dafür. Und vorher glaube ich weder an die Zahnfee noch, ja. Okay, also falls noch, sagen wir mal, wir können noch eine Frage nehmen, falls noch eine ist, gibt, und die müssen nicht vorkommen, wenn ihr nicht weit, aber also ich kann sonst dann ins Mikrofon wieder sagen. Ja, ich übersetze es schnell noch für das Internet.
Ja, also wegen der Studie, wo der Joshi im Moment dran ist, wo er Hirnscans, ja, kann man so sagen, macht, von Leuten, die regelmässig oder eben weniger regelmässig in die Zunge beten, ob dort schon etwas dabei ist, rausgekommen. Deine Frage ist, was wir für Resultate gefunden haben. So. Ja, so, okay. Wie soll ich sagen? Es sind mega gewisse statistische Trends, die man nachher machen kann. Es ist eigentlich reine Statistik. Sobald man die Bilder mal hat, wie man das herauswertet, ist eigentlich reine Statistik. So. Und dort sind es, also wir können nachher im Nachhinein, wenn es dich sehr interessiert, noch ein bisschen genauer darüber reden. Aber das, was wir werden publizieren, sind einfach gewisse Trends, die wir gefunden haben. Nicht mega starke Findings, sondern gewisse statistische Trends. Was ich bestätigen kann, falls man irgendwie mehr eine größere Studienpopulation hat. Oder je nachdem auch nicht. Okay, ja, jetzt ist es schon recht lang geworden. Und der Dani hat den Computer rauf. Hat sich doch noch etwas gegeben. Und sonst machen wir nämlich nachher... Okay, da hat er noch Zeit für eine weitere Frage? Dann seid ihr erlöst. Da hat tatsächlich jemand im Internet etwas gefragt. Und zwar... Gibt es gegenseitige Anerkennung trotz eigener Überzeugung oder steht Mission von links und rechts drüber? Oder anders ausgedrückt, schaue ich den anderen defizitär an? Also bemitleiden die anderen ist Defizit. Nein, auf keinen Fall. Weil für mich ist das, was ich immer sage, ist, wenn wir diskutieren und es kommt sehr schnell an, du hast jetzt wenig mit auseinandergesetzt, wenn ich dir zuhöre, merke ich, du hast dich sehr intensiv mit deinem Weltbild auseinandergesetzt und ich glaube, das muss man in erster Sinn auch mal würdigen. Viele Leute setzen sich gar nicht mit dem auseinander, die sind einfach das, was anerzogen worden sind, sowohl Christen als auch nicht. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich lerne sehr gern und ich glaube, der Punkt, wo kommt mit dem Naturwissenschaftlichen, mit dem auch genau anschauen oder eben auch den Aufschrei, hey, wo ist es verletzend, wo du vielleicht eben nicht siehst, wenn du im Weltbild drin bist, wo unterdrückt er, wo sind wir da, und ich muss sagen, jetzt bin ich dankbar, dass es von außen gibt. Wir haben in der Kirchengeschichte genug sagen wir, Sachen, wo eben nachher einfach ein Weltbild geherrscht hat und in dem Sinne hast du dann die Mächtigen haben regiert und haben das ausgenutzt und es ist nicht kritisiert worden von außen, was zu sehr scheulichen Taten geführt hat, würde ich sagen. Und da bin ich dankbar für verschiedene Ansichten, die reinkommen. Und solange man kann reden miteinander, bin ich sehr, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Und wenn es nachher um es nicht mehr oder eben es oben herab, dann kann ich vielleicht auch mal giftig sein. Aber solange man so kann reden kann wie jetzt hier, schätze ich sehr und lerne sehr gerne von der anderen Seite. Also, die andere Seite ist ja auch gefragt worden, links und rechts ist ja nicht politisch gemeint gewesen, wahrscheinlich. auf jeden Fall, also Mitleid, du hast die Frage mal in einem Mail angesprochen. Also ich habe kein Mitleid, ich probiere mich nachzuvollziehen, oder? Woher kommen die Menschen? Oder? Das hat ja immer Gründe, warum man das glaubt oder die Überzeugung hat. Ich würde auch nicht sagen, dass auch etwas fehlt, oder ich bin auch froh, wenn ihr versteht, dass ich nicht das Gefühl habe, dass mir etwas fehlt. Mir fehlt aber tatsächlich so eine innige Beziehung zum Erlöser oder zum Christus oder so. Das fehlt jetzt mir. Und ich würde sagen, wenn so ich fehlt ehrlich oder bin, fehlt nicht? Nein, es fehlt mir nicht, aber ich hasse nicht. Also in dem Sinn, ich habe in dem Sinn weniger als ihr, oder? Also es fehlt mir nicht, aber es fehlt. Also es fehlt mir nicht. Und ich würde sagen, wenn wir beim Wortspielen bleiben, ich werfe auch gewisse Denkfehler vor. Also ich bin davon überzeugt, dass gewisse Sachen nicht zu Ende gedacht sind, aber das ist meine intolerante Friedeicherart jetzt hier, aber das so zu sagen. Ich bin mir aber, wenn ich es weniger polemisch formuliere, bewusst, dass wir gar nicht die gleichen Regeln haben. Was anerkennen wir als gutes Argument? Was anerkennen wir als Beweis? Und wenn man sagt, ja, ich spüre das in meinem Herz, ja, dann ist das so, dann ist das etwas, was für mich auf einer ganz anderen Ebene ist, oder? Und dann akzeptiere ich das auch, ich gehe da nicht mit, und wenn ich gerade, aber wenn ich polemisch soll sein, dann sage ich, ja, gut, okay, das ist jetzt halt ein Denkfehler oder ein Empfindungsfehler, oder ihr lädt auch einen falschen Trostläufe schwätzen. Aber meistens ist das für mich nicht relevant. Ich habe nicht eine Mission, die ganze Welt atheistisch zu machen. Was ich froh bin, ist, dass
zum Beispiel Religion nicht allzu sehr Wissenschaft beeinträchtigt, zum Beispiel auch bei der Präimplantationsdiagnostik und so, aber das wäre nachher auf einem anderen Spielfeld, oder? Das wäre so für Politik. Und sonst danke ich für die Einladung und auch für das Interesse und für das Gespräch. Ich hoffe, dass das eher so dazu beiträgt, dass man ab und zu einmal das Gemeinsame kann, oder? Wir haben ja ganz viele Projekte, wahrscheinlich, wo man eigentlich zusammen an einer gerechtere Welt kann schaffen, einfach dass es vorwärts geht, oder anstatt einander in die Grinde einzuschlagen und nicht miteinander zu reden. Also in dem Sinn finde ich das alles sehr positiv. Dann mache ich auch noch Abschluss hier. Und zwar, ich habe das Gefühl, wenn ich der Valentin höre reden, dann habe ich das Gefühl, oder denke ich, haben wir in vielen Punkten, haben wir, glaube ich, eigentlich eine ähnliche Grundlage. Gewisse Sachen gehen sicher auseinander. Und dort, wo wir auseinandergehen, nehme ich jetzt mal an, sind beide davon überzeugt, dass die andere Person auch weniger Recht hat. Ich denke, der Grund, du hast vorhin gesagt, dass das Thema Religion und so und Gott nicht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig interessiert. Vielleicht höchstens dann, wenn es ganz starke Überschneidungspunkte gibt mit Politik und mit praktischen Lebenssphären. Ich bin dort ein bisschen anders, weil ich betrieben von einer wahnsinnig grossen, starken Wahrheitssuche. Das ist auch der Grund, wieso dass ich irgendwie auch so gerne in der Uni bin, weil ich einfach so eine starke Wahrheitssuche habe. Und ich denke, wenn ich hier noch einen Abschlusssatz sagen darf, dann ich finde das etwas sehr Wertvolles. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie möglichst viele Menschen betrieben sind von einer Wahrheitssuche. Weil letzten Endes ist es das, was wichtig ist, finde ich. Hey, super, ich finde das jetzt einen schönen Abschluss, weil ehrlich ist es eine von diesen Fragen gewesen, die ich übersprungen habe wegen der Zeit. Jetzt ist sie trotzdem gekommen. Und jetzt können wir mit der abschließen. Ihr seid weiterhin zu Snacks und Drinks eingeladen und könnt auch, wenn ihr vielleicht noch ins Gespräch kommen miteinander, 1:1 oder 1:2 oder 3. Ich danke euch vielmals, dass ihr seid gekommen und vor allem euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zu gesagt habt, dass ihr hier auf das Podium sitzt und euch stellt. Und ja, also, ich habe es schön gefunden, wieder miteinander seid ins Gespräch gekommen. Danke vielmals. Genau, jetzt kann man die Musik anlassen und dann geht's los.